idealism prevails. Make the world a better place. Ich begrüße alle, die sich jetzt in einer historischen Stunde zuschalten und mit uns eine, glaube ich, wirklich interessante Diskussion abhalten wollen. Historisch weniger aufgrund dieser Zusammensetzung, gleichwohl freut es mich sehr, dass wir hier sind, aber historisch, weil in der Minute gerade Joe Biden angelobt wurde und es tatsächlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment ist für alle, die nicht nur politisch interessiert sind, sondern sozusagen global ist das natürlich eine wichtige Entwicklung. Ich begrüße Sie zu einer, glaube ich, hochinteressanten Diskussion namens des BSA. Andreas Meilert-Bockhorny mein Name, ich bin Präsident des BSA, sitze allerdings momentan im Büro, weil Sie hinter mir sehen MUK, das ist mein sozusagen Zivilberuf als Rektor der Musik und Kunst der Universität der Stadt Wien und bin von diesem Büro zugeschaltet. Ich freue mich sehr und übergebe gleich das Wort an Matthias Wawra, der diese Runde zusammengestellt hat. Ich begrüße unsere Diskussionsteilnehmer. Ich freue mich, dass Sie Zeit genommen haben. Sage nur zwei Sätze zu diesem Diskussionsformat. Als Bund Sozialdemokratische Akademikerinnen, Künstlerinnen und Intellektueller sind wir eine Art Vorfeldorganisation der österreichischen Sozialdemokratie. Mit etwas über 8000 Mitgliedern in unterschiedlichsten auch Berufsgruppen und Landesorganisationen organisiert. Unser Hauptantrieb ist, eine Diskussions- und Diskursplattform innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie zu ermöglichen, mit offenen Diskussionen, mit vielen, die von außen zu uns kommen, Diskussionen teilnehmen. Wir haben aber auch wichtige Mentoring-Aktivitäten, wo wir junge Leute versuchen, mit sozusagen erfahreneren zusammenzubringen. Wir haben wichtige außenpolitische Aktivitäten, außenpolitische Akademie. Und wir versuchen natürlich auch innerhalb der SPÖ immer wieder Grundsatzdiskussionen einzubringen. Das erscheint immer besonders notwendig, aber jetzt scheint es notwendiger denn je, weil jedenfalls in der österreichischen Situation, aber ich glaube, die deutsche ist nicht sehr viel anders, auch die Sozialdemokratie sich immer wieder aufs Neue neu aufstellen muss, erneuern muss und vor allem diesen Gerechtigkeitsgedanken, Nachhaltigkeitsgedanken immer wieder aufs Neue thematisieren muss. Das heute ist auch ein wichtiger Teil einer solchen Diskussion und ich freue mich sehr, dass wir den abhalten können. Mich interessiert es sehr natürlich auch aufgrund meiner politischen Vergangenheit, aber auch in meiner jetzigen Funktion. Ich bin überzeugt, dass unsere heutigen Diskutantinnen und Diskutanten da sehr viel Wichtiges neu einbringen können. Herzlichen Dank, eine anregende Diskussion uns allen und lieber Matthias, übernimm bitte. Ja, vielen Dank, Andreas. Darf auch ganz herzlich begrüßen, möchte kurz die heutigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorstellen. Darf beginnen mit unserem Gast aus Hamburg. Wir begrüßen Dr. Carsten Broster. Er ist Autor dieses Buches, Die Kunst der Demokratie, titelgebend auch für die heutige Runde, bei der wir uns auch mit der Bedeutung der Kultur und auch der Kulturschaffenden für eine offene Gesellschaft befassen wollen. Neben seiner publizistischen Tätigkeit ist er in Hamburg Senator der Behörde für Kultur und Medien. Also das ist das Hamburger Äquivalent zu einem amtsführenden Stadtrat in Wien. Darüber hinaus Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie in Deutschland. Herzlich willkommen nach Hamburg. Herzlich willkommen, freut mich da zu sein. Weiters begrüßen wir Dr. Alfred Noll. Er ist Rechtsanwalt im Zivilberuf. Er ist aber auch Leiter der Ö1-Gesprächsreihe Die Kunst der Demokratie, die Demokratie als Kunst. Daneben auch Publizist, unter anderem dieses Buches. Und er war auch, um die Schnittstelle zur Politik ein wenig zu beleuchten, für die Liste jetzt Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. Herzlich willkommen, Alfred Noll. Schönen guten Abend.
Und wir begrüßen, denn die Intention ist es ja nicht nur über Kulturschaffende, sondern immer auch mit Kulturschaffenden zu diskutieren. Und da begrüßen wir eine sehr versierte Vertreterin der Künstlerinnen und Künstler in Österreich. Sie ist Schauspielerin, sie ist Produzentin, sie ist auch Professorin an der Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien. Katharina Stemberger, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und ich darf oder muss kurzfristig Mercedes Echerer entschuldigen. Sie ist gleichsam Schauspielerin und war für die Grünen Abgeordnete im Europäischen Parlament. Muss sie entschuldigen. Sie übermittelt aber sowohl ihren heutigen Gesprächspartnerinnen und Partnern herzliche Grüße als auch unseren Mitgliedern und Freunden und freut sich und fühlt sich geehrt, wenn sie demnächst wieder einmal bei uns dabei sein darf. So, und damit starten wir auch schon gleich in unser heutiges Gespräch. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Herr Dr. Broster, Sie zitieren ja auch Willy Brandt in Bezug auf politische Gewissheiten in einer Zeit, in der für viele der Sieg der Demokratie als ausgemacht galt. Vielleicht einleitend, wie sicher darf man sich sein, unabhängig jetzt von der sicher erfreulichen Einführung von Joe Biden in das Amt des US-Präsidenten, dass dieser Zustand, der erreicht ist, vielleicht nicht so gesichert ist und dass gesellschaftliche Werte vielleicht doch neu zu begründen sind. Wie sieht da Ihre Betrachtung von Politik und Kunst aus? Vielen Dank für diese Frage, die sozusagen ja das Feld breitestmöglich aufmacht, gleich zum Eingang. Also erstmal, Willy Brandt muss man ja zitieren, wenn man als Sozialdemokrat ein Buch schreibt. Insofern habe ich das gleich mal am Eingang weggehandelt. Ich finde aber tatsächlich in diesem Satz, den er da vor der Konferenz der sozusagen Jugendorganisation der Sozialistischen Internationale in seiner Großadresse gesprochen hat, relativ unmittelbar nach der Epochenwende, sagen 89, drei Jahre später, 92, kennzeichnet schon etwas, was wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht vollständig für uns in unseren Gesellschaften durchdrungen haben oder vielleicht abstrakt wissen, aber im Alltag nicht konkret leben. Wir denken tatsächlich noch viel zu oft, dass wir eben doch noch so einer fast hegelschen Geschichtslogik folgen, dass wir sozusagen Dinge erreichen und die wir dann einmal erreicht haben in der geschichtlichen Entwicklung, die dann auch nicht mehr verloren gehen können, so als ob man quasi eine Treppe hinaufgeht, aber niemals wieder eine Stufe herunterstolpern könnte. Und das hat sich in der Geschichte immer wieder als nicht wahr erwiesen. Und ich finde, wir erleben spätestens jetzt in offenen Gesellschaften, die ja immer weniger auf Traditionsbestände zurückgreifen können in der Frage, wie sie sich selbst definieren und immer stärker darauf zurückgeworfen sind, dass sie sich sozusagen unter den Mitgliedern dieser Gesellschaft verständigen müssen darüber, wie man denn miteinander leben möchte. Und das immer wieder quasi permanent neu. Und wann immer jemand was in Frage stellt, müssen wir es neu diskutieren, sagen wir gar nicht anders können, als immer davon ausgehen zu müssen, dass eigentlich alles kontingent ist. Und natürlich sind es ein paar Sachen nicht, weil sie nicht in Frage gestellt werden. Aber in dem Moment, in dem sie in Frage gestellt werden, sind wir in der Begründungsnotwendigkeit wieder drin und müssen miteinander in diese Gespräche hineingehen. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die sich spätestens seit der Aufklärung als normative Grundlage in modernen, offenen Gesellschaften, die diesem universalistischen Vernunftanspruch folgen und ein bisschen sozusagen unterlegen wir den ja normativ in unseren Gesellschaften auch, Alltag ist. Das Problem ist, dass uns offensichtlich zu einem Zeitpunkt, zu dem wir erstmalig so richtig fühlen, wie vielfältig unsere Gesellschaften intern verfasst sind, welche Vielzahl von kulturellen Perspektiven da sind, welche Vielzahl auch individueller Haltungen gegenüber gesellschaftlichen Formationen möglich sind, wir zunehmend zu vergessen scheinen, wie die Instrumente aussehen, mit denen wir aus dieser Vielfalt wieder so etwas wie eine kohärente Vorstellung unseres Zusammenlebens organisieren können. Und das ist das, was ein bisschen sagen, das ist, was mich etwas beunruhigt im Moment, will ich mal sagen, dass uns da Dinge sozusagen zu erodieren beginnen, weil sich Dinge auflösen. Um ein praktisches Beispiel zu nehmen, sozusagen der Präsident, der jetzt Gott sei Dank nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten ist, der es aber vier Jahre lang war, hat Kategorien wie Wahrheit und Wissen in einer Art und Weise zur Erosion gebracht, die toxisch ist für eine Demokratie, die davon ausgeht, dass wir in Öffentlichkeit miteinander auf der Grundlage von Dingen, die wir als wahr unterstellen, miteinander handeln. Wenn Wahrheit nur noch ist, aufgelöst wird in ein, sozusagen eine Kakophonie von ich sehe das so, du siehst das anders, aber mein Megafon ist größer und ich bin lauter, deswegen gewinne ich in der öffentlichen Wahrnehmung,
sagen, verlieren wir eine ganze Menge von Unterstellungen, auf die wir unsere Gesellschaft gründen. Und insofern glaube ich, dass viele der Fragen, vor denen wir in sozusagen modernen, vielfältigen, demokratischen Gesellschaften unserer Zeit stehen, etwas zu tun haben mit den politisch-kulturellen Vereinbarungen, die wir getroffen haben. Das ist nicht mehr nur was Technisches, das ist nicht mehr nur was Systemisches, sondern das ist was politisch-kulturelles. Und es geht auch um die kulturelle Verfasstheit unserer Gesellschaften. Und wenn wir über die nicht sprechen und wenn wir nicht versuchen, dort ein paar der Dinge wieder zu besichtigen, auf die wir mal gegründet haben, die aber zunehmend prekär werden, dann werden wir in vergleichbare Probleme kommen, wie andere Länder sie schon haben und wie wir sie in unseren Ländern auch sozusagen in den ersten mehr oder minder dramatischen Entwicklungen ja auch schon erleben, durch das Aufkeimen von Rechtspopulismus, durch das Erodieren von Vertrauen in demokratische Entscheidungsträger und. Und insofern ist tatsächlich nie was erreicht, sondern wir müssen es jeden Tag neu erringen. Das kann man aber auch als schöne Aufgabe begreifen. Ich finde das gar nicht schlimm, weil das heißt ja auch, wir können es jeden Tag besser machen. Wenn wir zu dem Bessermachen kommen, würde ich noch gerne in der Einleitungsrunde bei dieser kulturellen Verfasstheit bleiben. Alfred Noll, Sie zitieren ja auch einen Essay von Agnes Heller, die wir auch mal bei uns begrüßen durften. Und zwar der hieß Die Kultur und Demokratie, eine Frage an das 21. Jahrhundert. Das ist eher eine pessimistische Sicht der Dinge. Es geht um Kunst als Quelle des Profits, um Kunst, die sich auch der Logik des Marktes nicht entziehen kann und so weiter. Teilen Sie diese pessimistische Ansicht oder welche Konsequenzen hat das dann für die kulturelle Verfasstheit unserer Gesellschaft? Im Blick auch auf die Folgen, ja. Ja, das, was Herr Poster zunächst einmal hier dargestellt hat, da kann man schnell einen Hackerl drunter machen. Ich glaube, das ist ein Tatbestand, den man, wenn man halbwegs mit sehenden Augen durch die Welt geht, schwer ableugnen kann. Ich glaube nur, man sollte es noch mehr zuspitzen auf eine schon angesprochene Kulturfrage. Wenn wir jetzt seit Jahrzehnten wissen, dass die großen Erzählungen, wie Lyotard es genannt hat, zumindest so ein Fading Out erlebt haben, keiner mehr wirklich dran glaubt, auch wenn man noch irgendwie assoziativ damit verbunden ist, wenn man gleichzeitig sieht, dass diese handlungsanleitenden lebensweltlichen Milieus verschwinden, aus denen über viele Jahrhunderte heraus die Leute ihre Gewissheit im Lebensalltag gewonnen haben. Und wenn man dann noch dazu nimmt, diese Prozesse von Kommerzialisierung und dauernder Prekarisierung in unserer Marktgesellschaft, dann kann man nur sagen, ja, so wie Herr Proster das geschildert hat, so ist es. Und von Merleau-Ponty stammt die schöne Formulierung, wir alle sind gezwungen, uns jeden Tag neu unter eine Kapuze zu bringen. Wir müssen uns jeden Tag unsere Identität immer wieder neu, nicht nur beschaffen, sondern uns dieser Identität im Umgang mit anderen auch ständig neu versichern und sie quasi in den Griff bekommen. Und das ist genau das, was Herr Poster jetzt einmal angesprochen hat. Und ich würde sagen, tun wir es doch gleich auf die Sozialdemokratie auch ein bisschen hin formulieren. Die Arbeiterbewegung seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich immer verstanden als Kulturbewegung. Wenn wir uns anschauen, was Ende des 19. Jahrhunderts in der Zwischenkriegszeit gemacht worden ist, dann war das, gerade das Rote Wien ist ja hier ein wunderschönes Beispiel dafür, eine Bewegung, die klarerweise politische Ziele formuliert hat, aber immer gewusst hat, dass diese politischen Ziele in einer ganz untrennbaren Einheit mit der lebensweltlich-kulturellen Beschaffenheit des eigenen Sich-Befindens quasi sind. Und hier würde ich jetzt einmal die These sagen, das hat die Sozialdemokratie vergessen. Zum Teil aus eigener Schuld, zum Teil ist sie der Marktförmigkeit auch der politischen Parolen quasi auf den Leim gegangen. Aber in vielfältiger Weise lässt sich das, was wir als politische Ziele formulieren, kaum mehr übersetzen in die kulturell belangvollen Fragen lebensweltlichen Handelns unserer Individuen, sage ich jetzt einmal. Und da haben wir ein Problem, das mich nicht zu einem Pessimismus treibt. Ich halte diese Dichotomie von Pessimismus, Optimismus für relativ verunglückt und wenig lebenspraktisch, sondern wir sollten einfach genau darauf hinschauen, was bewegt die Leute? Das tun wir zu wenig.
Und welche Funktion kann Kunst und hier insbesondere, also die, wie soll ich sagen, die Emanationen, die auf ihre Form Wert legen, hier tatsächlich für eine Sensibilisierung, für eine Art Gegenbeweglichkeit sorgen, die sie momentan in zu geringem Umfang einfach hat? Katharina, ich würde dich auch noch bitten, zur kulturellen Verfasstheit in dieser ersten Runde etwas zu sagen. Es ist ja auch schon angesprochen worden jetzt, um da vielleicht noch einen Aspekt, den man, wie Alfred noch richtig gesagt hat, abhaken und mit unterschreiben kann. Es ist ja auch diese zunehmend rechtspopulistische Kritik schon angesprochen worden. Carsten Broster nennt das ein Angriff auf die Versöhnung der individuellen Freiheit mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie siehst du das? Muss man sich da wieder stärker um diese Gemeinschaft kümmern? Ist das vielleicht schon ein Beitrag oder siehst du die kulturelle Verfasstheit in anderer Weise erodieren? Ich sehe vor allem eine unglaubliche Vereinzelung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz viel von dem, was da verrutscht, damit zu tun hat, dass wir das Gemeinsame sehr selten erleben und dass dadurch, dass wir, und da lasse ich jetzt einmal Corona weg, ganz viel von unserer Kommunikation so stattfindet, wie sie hier jetzt stattfindet. Und dass diese absurde Idee, ich erinnere mich, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so, gab es eine große Werbung in Niederösterreich dafür, dass jetzt ein ganz schnelles Internet für jeden da ist und dass die Familien so wahnsinnig gut damit zusammengebracht werden und du siehst, wie der Großvater mit dem Enkel und so weiter. Und in Wahrheit passiert genau das Gegenteil. Das heißt, ich glaube, dass ganz viel, was mit unserer Verfasstheit zu tun hat, damit zu tun hat, dass wir uns erleben und dass wir uns spüren und dass wir uns austauschen. Und dass die Fragen, die wir als Gesellschaft jeden Tag am Tisch haben, natürlich ein Jahr lang, sage ich jetzt einmal, kein Theater, mehr oder weniger, bis auf den Sommer, ein bisschen Möglichkeit. Ich habe im Sommer das Glück gehabt, ein Theaterfestival durchziehen zu können mit Freunden und ein Filmfestival. Und zwar genau in diesem kleinen Fenster von vielleicht 5 Wochen. Und wie wichtig dieses Zusammenkommen war und dieses sich mit Geschichten auseinanderzusetzen, wo ich zusehe, wie Autoren, wie Schauspieler, wie Regisseure, Bühnenbildner, Maske, alle diese Geschichten durch ihre Biografien durchlassen. Und wir dabei sind, was dann entsteht. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidendes Lebensmittel ist. Und dass uns das sehr fehlt, aber auch abgesehen davon, in meinem Erleben ist dieses irre Tempo, dem wir unterworfen sind, und die Vereinzelung eigentlich das, wo ich glaube, dass die Dinge anfangen, wahnsinnig ins Rutschen zu kommen. Weil wenn ich daheim sitze und mir irgendwelche Kanäle gebe, die mir auch mit Filmmaterial erklären, dass die Erde eine Scheibe ist und da ist keiner neben mir, der sagt, das ist nicht so. Das treibt hässliche Blüten. Gut, dann möchte ich nach dieser ersten Problemanalyse zu den schon angesprochenen Aufgaben kommen. Damit zitiere ich jetzt nicht den Willy Brandt, aber Sie zitieren ja auch gerne Theodor Adorno. Stichwort zum Beispiel, Aufgabe von Kunst ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen.
So, jetzt auf der einen Seite wissen wir natürlich, Kunst ist dahingehend privilegiert, Fragen stellen zu dürfen, ohne Antworten darauf finden zu müssen. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt in dieser Runde zumindest Lösungsansätze, wenn schon vielleicht keine allumfassenden Lösungen anzubieten. Schließlich wird ja auch zu Recht von der Politik ja erwartet, diese Antworten zu geben. Das heißt, Herr Proster, an Sie mal wieder beginnend, welche Rolle oder welche Potenziale haben hier Kunst und Kultur? Vielleicht ist das Bewusstsein für diese Kraft auch in der Gesellschaft ja unterentwickelt. Also welche Potenziale gibt es auf der einen Seite, welche Dimensionen und wie können sie in der aktuellen politischen Situation auch etwas beitragen? Ja, also ich will noch mal sagen, kommt zu Ihrer Frage, keine Sorge. Ich will aber noch zwei Sätze sagen zu dem, was Herr Noll und Frau Stemberger gesagt haben, weil ich finde, das hat den Faden ja sehr schön und sehr präzise weitergesponnen, an dem wir da tatsächlich sind. Und ich will, bevor ich zu der Frage, was machen Kunst und Kultur kommen, sozusagen noch ein, zwei Überlegungen teilen, die aus der allgemeinen gesellschaftlichen Beobachtung kommen, die ich da sozusagen sehr anschlussfähig finde. In Deutschland ist in den letzten Jahren sehr intensiv ein Soziologe gelesen worden, Andreas Reckwitz, der sozusagen das, was Sie technologisch beschrieben haben, Frau Stemberger, im Prinzip in eine Gesellschaftsanalyse weitet, indem er nämlich sagt, dass die kulturelle und soziale Ressource, auf die ich zurückgreifen kann, also mein kulturelles Kapital zur Teilhabe an Gesellschaft, sich aus meinem Gefühl der Einzigartigkeit speist. Also das, was mich heraushebt, sozusagen, wenn man so will, also sozusagen das Prinzip Instagram übertragen auf eine Gesellschaft, wenn man das mal sozusagen in eine Nussschale wirft. Und das führt natürlich dazu, dass das Abstoßungsreaktionen mit sich bringt, weil diese Mechanismen erkennen wir ja alle, dieses sich selber distinguieren können von dem Rest, wenn man mal so will. Führt aber natürlich dazu, dass es viele Menschen gibt, die in Milieus auch heute noch leben, die sagen, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht herausragend einzigartig erkannt werden. Ich will in Ruhe mein Leben leben und will das sozusagen in meinem Umfeld tun. Und das ist natürlich ein Nährboden, da bin ich sozusagen bei Herrn Noll, um den sich früher mal die Arbeiterbewegung gekümmert hat, weil sie Solidarisierungsangebote gemacht hat, aber heute das nicht mehr tut, weil sie bestimmte Mechanismen einer sozusagen sich singularisierenden Gesellschaft meint, bedienen müssen. Und das ist am Ende sozusagen die ironische Spätwolte einer eigentlich mal schönen aufklärerischen Geschichte, nämlich der vom Aufstieg durch Bildung, der jetzt irgendwann sozusagen in der dritten Drehung dazu führt, dass der Aufstieg durch Bildung, das Versprechen, du hast Zugang, wird zu einem normativen Gerüst nach dem Muster, wenn du den nicht in Anspruch nimmst, dann hast du es auch nicht besser verdient. Das ist dann das, was uns Michael Sandel momentan in seinen Analysen der Meritokratie beschreibt. Also, dass wir noch nicht mal mehr aushalten, dass jemand sagt, ich bin Friseur und bin auch zufrieden damit, dass ich Friseur bin. Ich kann davon mein Leben finanzieren. Meine Frau arbeitet auch, wir haben zwei Kinder, wir sind glücklich, wir leben in einer Dreizimmerwohnung und mein Leben ist in Ordnung und ich brauche keine Fortbildung, um jetzt noch was anderes zu werden. Und ich muss nicht studieren, weil mein Leben ist so in Ordnung und ich will Respekt dafür, dass ich mein Leben so lebe. Und dieses Respektieren, das nicht danach streben, singulär sein zu müssen, ist etwas, was wir als Gesellschaft verloren haben. Und das sozusagen schädigt dann natürlich insbesondere politische Formationen, die auf Solidaritätsvorstellungen beruhen. Und daran zu arbeiten, halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Halte ich übrigens auch für tatsächlich einen Punkt, der politisch-kulturell eine Antwort auf manche Frage sein kann. Ich glaube, wir reden viel zu viel über Gerechtigkeit im sozialdemokratischen Diskurs und viel zu wenig über Solidarität. Also über das, was eigentlich sozusagen die internen Bindungskräfte einer Gesellschaft sind, die uns ja überhaupt erst Gerechtigkeitspolitik fähig machen. Weil ich ja eine Umverteilung nur dann organisieren kann, wenn ich überhaupt eine wechselseitige Bezugnahme in einer Gesellschaft füreinander organisieren kann. Wenn das Gefühl nicht da ist, ist es auch fruchtlos, darüber zu reden, dass wir vielleicht anders verteilen müssen oder sozusagen Startchancen anders organisieren müssen und dafür einige vielleicht auch was abgeben müssen. Was kann Kunst daran tun? Kunst kann vor allen Dingen, und da finde ich den Adorno sozusagen in diesem schlagenden Bild tatsächlich sehr treffend, kann uns aus den Routinen herausreißen. Kunst kann uns Anlässe geben, über solche Themen zu reflektieren. Kunst kann uns, ich mache es mal eben nicht,
sagen, abstrakt, sondern mach es mal konkret, woran man vielleicht auch die mimetische Kraft von Kunst erkennen kann. Ich glaube, jeder, der in einem Theatersaal sitzt, kennt den Moment, in dem man dort sitzt und auf einmal die Antwort auf eine Frage bekommt, von der man bis dato gar nicht wusste, dass man sie sich gestellt hat. Also zumindest mir geht das regelmäßig so, im Guten wie im Schlechten. Und im Guten gehe ich dann sehr beseelt in die Pause und will allen anderen, die um mich herum in der Pause im Foyer stehen, davon erzählen, was ich da gerade für einen großartigen Moment an, sozusagen, an der und der Stelle im ersten Akt hatte. Und meistens stelle ich fest, dass das allen anderen um mich herum ganz anders ging. Dass sie vielleicht ganz andere Erlebnisse gehabt haben, vielleicht ganz andere Gefühle dort entgeweckt worden sind. Das heißt, wir erleben anhand einer konkreten künstlerischen Intervention, von der wir nicht wissen, was da ist, dass wir zwar das Gleiche sehen, aber Unterschiedliches wahrnehmen und dass uns das aber in eine Gesprächssituation bringt, in der wir uns darüber unterhalten. Und ehrlicherweise ist das wiederum im Nukleus das, was im Großen demokratische Prozesse sind. Dass überhaupt miteinander darüber sprechen, dass wir unterschiedliche Dinge wahrnehmen, uns darüber verständigen, wie wir das finden und dann anfangen zu überlegen, was machen wir denn damit, dass wir feststellen, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven haben. Und das kann Kunst auf vielfältige Art und Weise tun. Und zwar vor allen Dingen immer dann, wenn wir ihr nicht überstülpen, und das kann die Sozialdemokratie ja auch sehr gut, dass sie dann am besten noch irgendwelche sozialpolitischen Zwecke gleich miterfüllen soll. Also nach dem Muster Kunst als Integrationsprojekt im sozusagen sozial schwachen Stadtteil. Es ist wichtig, dass wir Kunst überall verfügbar machen. Aber es ist genauso wichtig, dass wir ihr keine Programmatik überstülpen, dass wir aus dieser Verfügbarkeit etwas Bestimmtes wollen, weil wir damit die Freiheitspotenziale der Kunst wieder einschränken. Das entsteht dann von selbst, wenn wir die Coolness besitzen, ihr nicht eine Zweck- oder Zieldimension zuzuschreiben. Denn wenn wir ihr die geben und sagen, daran knüpfen wir die Förderung, dann schwächen wir gleich ihre Potenziale. Ihre Potenziale entfaltet sie, wenn wir das lassen. Und wenn sie tatsächlich dieser freie, nicht gerichtete Erlebnisraum ist, den wir in diesen Gesellschaften, die ja tatsächlich so kommerziell formatiert und so fragmentiert sind, wie Alfred Noll das beschrieben hat, sonst an wenigen Stellen selbst, sozusagen aus sich selbst heraus noch entsteht. Den können wir aber mit Kunst schaffen, indem wir solche Kristallisationspunkte schaffen. Und das geht mal furchtbar schief, ist mal furchtbar belanglos und kann mal auch wunderbar beglückend sein. Und dieses sozusagen völlig ungerichtete und völlig zweckfreie, aber vielleicht gerade deswegen sinnvolle, ist das, was Kunst an dieser Stelle in unseren Gesellschaften anrichten kann. Das können wir jetzt noch, jetzt nicht zu lange reden. Ich glaube, das kann man dann systematisch runterbrechen, was das für Förderpolitiken heißt und dergleichen. Aber das ist sozusagen die Überschrift an der Stelle. Und ich kriege immer Gänsehaut bis Pickel, wenn Leute anfangen, von der Kunst als dem Kitt der Gesellschaft zu sprechen. Weil wir da schon anfangen, und sagen, ihr zuzuschreiben, dass sie etwas zugleistern soll, was sie aber eigentlich nur sichtbar machen kann, damit wir es bearbeiten können. Rina, du wolltest, glaube ich, Ich wollte sagen, weil ich glaube, das, was Kunst, wenn Kunst etwas kann, und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, und damit sind wir aber auch vom Programm weg, Kunst schafft Berührung. Und die einzige Aufgabe, die wir haben, glaube ich, als Kunstschaffende, ist eine Form der Berührung herzustellen. Und wie wir wissen, gibt es angenehme Berührung und unangenehme Berührung. Aber genau dort, glaube ich, setzt auch der solidarische Gedanke an, von dem Sie sprechen. Weil genau dort, wo ich, und das funktioniert nur meinem Empfinden nach, wenn der, der es macht, den Mut hat, dort aufzumachen, wo er keine Antworten hat, dort aufzumachen, wo es einem selber wehtut, und das zur Verfügung zu stellen, egal auf welche Art, egal welche Verdichtung gewählt wird, egal welche Matrix, egal ob er es aufmalt, singt oder steppt, mir wurscht. Aber in dem Moment, wo der, der es tut, der, der die Geschichte erzählt, sich selber zugänglich macht. Nur dann springt etwas über. Und es springt bei jedem was anderes über. Aber dort ist tatsächlich der Kitt. Und dort ist das, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Also ich glaube an politische Kunst gar nicht und finde es ganz doof,
und wahnsinnig eitel und completely useless. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, wir müssen das tun, wonach wir so Sehnsucht haben, nämlich das, Wärme, Berührung, Kontakt, Austausch. Und ich glaube, dort trifft sich die Kunst und die Politik und dort trifft sich auch die Sozialdemokratie und dort hat in meinen Augen die Sozialdemokratie, zumindest wenn ich mich umschaue, in ganz vielen Punkten komplett verloren, weil sie die Geschichte des Zusammenhalts nicht mehr erzählen kann. Und das ist das, was uns ausmacht. Ich habe mit einem, ganz kurz, mit einem, unlängst mit meinem Trump-Anhänger geskypt, der mir erzählt hat, dass er mit seinem Bruder nicht mehr sprechen kann, weil der ist ein Biden-Fan. Und wir haben irgendwie über diese Polarisierung gesprochen und ich habe gesagt, warum sie nicht mehr reden können. Und dann erzählt er mir vom Healthcare und dann erzählt er mir von allen möglichen Dingen und dem Kommunismus, der über ihn hereinbrechen wird und so weiter. Und ich habe gesagt, aber ihr redet ja gar nicht mehr über Inhalte. Also es kann ja, kannst ja dafür sein, dass es Public Healthcare gibt oder nicht, aber es ist kein Grund, dass ihr nicht einmal miteinander mehr euch austauschen könnt. Und er hat sich so schwer getan, bis ich ihm begonnen habe, Geschichten zu erzählen, wie es bei uns teilweise noch funktioniert und wie die Dinge gut gehen. Und er konnte plötzlich zuhören, weil man ihm eine Geschichte erzählt hat. Und dann hat er mich gefragt, wo ich überhaupt politisch stehe. Und ich habe mir gedacht, ui, das kam schnell. Und ich wollte es knapp fassen. Und ich habe gesagt, ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo mir jemand die Hand reicht, wenn ich stolper. Und wenn ich kann, ich jemandem die Hand reiche und ihm aufhelfe, wenn er stolpert. Und der Trump-Anhänger war hochzufrieden und hat gefunden, er sieht das auch so. Und das war ein absurdes Endgespräch, aber er konnte mit mir offensichtlich besser reden als mit seinem eigenen Bruder, wobei ich wahrscheinlich viel weiter weg war. Naja, dir gegenüber musste er auch nicht die Verbindlichkeit durchhalten, quasi in einem längeren Prozess des Zusammenlebens, sondern man schließt einfach einmal ab und geht mit einem guten Gefühl weg. Ja? Wenn ich darf hier, also Prosta hat natürlich jetzt ein ganz weites Feld eröffnet, klarerweise. Und das ist ja auch das notwendige Resultat, wenn man eine Diskussion rubriziert unter Kultur. Es ist ja alles mehr oder weniger Kultur, klarerweise. Und es ist schwierig, dann quasi die einzelnen Fäden wieder in die Hand zu nehmen und dann entlang dieser Fäden sich zu handeln, ohne quasi immer gleich wieder abseits treten zu müssen, um den Faden in der Hand zu behalten. Die Frage von Barbara, was die Kunst kann, was die Kultur kann, was wir in bestehenden, unter bestehenden Bedingungen können, die lässt sich zunächst einmal nicht loslösen von einer Bestandsaufnahme dessen, was ist. Wir leben im Kapitalismus und weil Adorno genannt wurde, irgendwo ganz weit hinten in der Dialektik der Aufklärung schreiben Horkheimer und Adorno, naja, heute ist alles verpreislicht, wir sind nur mehr so viel wert, wie wir am Markt als Preis erzielen können. Das gehört ja mit zu dieser Distinguierungssucht, die Prosta auch benannt hat. Die geht ja nur so weit, dass ich mich in den Belangen von anderen unterscheiden oder hervortun will, als ich dafür am Markt auch durch entsprechende Bezahlung honoriert werde. Und da sind wir schon ganz nahe bei der Kunst, klarerweise. Wenn wir uns unser Filmgeschehen anschauen, wenn wir uns das internationale Auktionsgeschehen anschauen und vieles mehr, dann sehen wir, dass halt bei uns unter Kunst vor allen Dingen einmal flächendeckend das läuft, was am Markt erfolgreich ist. Und dass bestimmte Dinge erfolgreich dort sind und andere nicht so sehr erfolgreich sind, hat natürlich vielerlei Ursachen, ist aber nicht ganz zufällig in einer Gesellschaft wie unseren, klarerweise. Also da, glaube ich, gibt es ein großes Gebiet für die Sozialdemokratie, unsere Vorstellung von Kunst und Kultur ein bisschen zu modifizieren. Oder es von einer ganz anderen Seite her anzugehen. Wenn Kunst
so wie die Katharina das jetzt gerade gesagt hat, berühren kann. Und wenn sie sagt, politische Kunst ist ja voll deppert, um das einmal auf Wienerisch zu sagen, dann würde ich ja vermittelnd und ein bisschen als Advocatus Diaboli sagen, naja, das spricht noch nicht gegen parteiliche Kunst. Denn die Kunst kann ja selber zu dem, was du hier einmal als ideale Vorstellung des Zusammenlebens postuliert hast, nämlich sowohl die Hand reichen können, als auch die Hand gereicht bekommen, zu bekommen, wenn man stolpert, durchaus Beiträge leisten. Der Kunst geht es hier so wie der Wissenschaft. Politische Wissenschaft ist genauso blödsinnig wie politische Kunst, wenn man so nimmt. Deshalb ja auch das Postulat seit gut 150 Jahren, beides soll frei sein. Sie ist aber natürlich nur in dem Umfang frei, in dem sie sich selber frei hält. Und aber kurz, ganz kurz nur, ich habe nicht gemeint, dass Kunst unpolitisch ist. Sie ist immer politisch. Aber ich meine nur dieser, es geht gar nicht. Sie ist immer politisch. Auch wenn sie sagt sie es nicht, aber ich meine nur dieses, jetzt setzen wir uns hin und erklären den Leuten die Welt, das funktioniert nicht. Das ist das, was Broster gesagt hat, was zu Pickling bei ihm führt. Wenn man der Kunst normativ politische Ziele aufträgt und sie dann versucht, im politischen Interesse zu instrumentalisieren. Das ist ein Oxymoron, klarerweise. Das funktioniert bei der Wissenschaft nicht, bei der Kunst auch nicht. Aber in beiden Fällen, in der Wissenschaft wie in der Kunst, ist man natürlich abhängig von dem, was an sonstigen gesellschaftlichen Ressourcen hier als Ermöglichungsbedingung, als Bedingung der Möglichkeit geschaffen wird. Kunst gibt es menschheitsgeschichtlich, so wie die Wissenschaft oder die Erkenntnis auch, in dem Umfang, in dem wir als Gesellschaft die Möglichkeit durch technologische Entwicklung haben, bestimmte Leute freizusetzen, um uns Geschichten erzählen zu lassen. Erst ab einem bestimmten Produktivitätsniveau geht es überhaupt, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung sich mit Kunst und Wissenschaft beschäftigt. Heute haben wir quasi aufgrund prekärer Verhältnisse ja diese Leute fast im Übermaß und wir wissen fast gar nicht mehr, wo sollen wir sie denn alle hin tun? Diejenigen, die sich künstlerisch entäußern wollen, diejenigen, die als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen wollen irgendwie. Und das alles findet statt für einem gesellschaftlich-ökonomischen System, das alle Leute zwingt, sich unentwegt zu ertüchtigen und auf Einzelverwertung hin brauchbar zu machen. Das gibt es in der Kunst nicht weniger als in der Wissenschaft. Und da ist die Frage, wie die Sozialdemokratie es schafft, den Anschluss zu finden an das, was sie als Kulturbewegung einst hatte. Und ich bin da ganz bei Broster, wenn es nicht gelingt, Solidarität als eine quasi übergreifende Haltung nicht nur zu generieren, sondern auch tagtäglich zu erweisen als lebenspraktisches Modell des Miteinanders, dann können wir noch so lange reden. Und es ist ja nicht ganz untypisch, dass wir drei alle hinter uns Bücherwände haben, gedruckt mit vielen Buchstaben. Das ist ja ein sehr signifikantes Beispiel, wer hier miteinander umgeht. Die Leute, um die es geht, die hätten einen ganz anderen Hintergrund, als wir ihn haben. Und für die Sozialdemokratie geht es darum, diese Leute nicht unseres Hintergrunds noch weiter zu entfernen und zu entwöhnen, sondern die Anschlussmöglichkeiten genau zwischen dem, was man als Reflexionsmöglichkeit quasi am Niveau unserer Gesellschaft heute leisten kann, wiederherzustellen. Und Trump ist da schon ein sehr gutes Beispiel, weil er diese normierenden Bestandteile eines zivilisierten Umgangs miteinander, wie Wahrheit, Respekt vor Wissen, Nachvollziehbarkeit, intersubjektive Anschlussmöglichkeit, so in den Dreck getreten hat. Und das ist aber, glaube ich, sehr viel typischer für unsere Gesellschaft als das, was wir als normativen Hintergrund eines pluralistisch-demokratischen Zusammenlebens zwar hochhalten, aber in vielen Bereichen der Gesellschaft längst schon nicht mehr die Wirklichkeit darstellen. Ja, er hat vor allen Dingen an der Stelle aber natürlich auch, also er hat das gemacht, aber er hat damit das Signal ausgesendet, ihr seid schon okay, so wie ihr seid.
Und ich glaube, dass das ein Signal ist, dass uns an vielen Stellen nicht mehr gelingt, auszusenden, weil natürlich, ich würde sagen, das, was ja keine neue Erkenntnis in der Sozialdemokratie ist, ich meine, dass Peter Glotzer das in den 80er Jahren sozusagen erklärt, als er mit den Sinus-Milieu-Modellen kam und gesagt hat, passt mal auf, eine gesellschaftliche Mehrheitsstrategie klappt nicht mehr, wenn ihr euch auf die Arbeiterklasse und auch nicht auf die neuen Formen der Arbeitnehmerschaft sozusagen fokussiert. Ihr müsst die damals hießen, die technokratisch aufstiegsorientierten Milieus der urbanen Zentren auch erreichen. Das ist aber eine andere Gruppe, die funktioniert kulturell und lebensästhetisch ganz anders. Und nur wenn ihr die beiden in eine, wenn ihr denen klar macht, dass sie zusammengehören, dann kann da was gelingen. Und ehrlicherweise, das müssen wir wieder machen, das müssen wir an einigen Stellen noch verstärkt machen, also wo das Stichwort Prekarität gefallen ist. Wir haben natürlich eine Situation, und jetzt muss ich doch einmal das böse Wort Corona sagen, wo wir durch die Corona-Krise hindurch natürlich erlebt haben, dass wir ein ganzes Segment am Arbeitsmarkt haben, für das wir keine Absicherungsmodalitäten haben in der Art und Weise, wie wir es in der klassischen sozusagen der Industriearbeitnehmerschaft dann irgendwie sozusagen über Gewerkschaften in Aushandlungsprozessen mit den Arbeitgebern erstrittene soziale Absicherung organisiert haben. Und dieses neue Prekariat, wenn man mal so will, beinhaltet auch viele Menschen, die in sozusagen Kultur- und Kreativwirtschaft unterwegs sind. Aber daneben auch Menschen, die als Paketboten arbeiten und sagen, die aber völlig unterschiedliche milieuspezifische Lebenserfahrungen haben, aber vor der gleichen sozioökonomischen Frage im Moment stehen. Und ob es uns gelingt, an dieser Stelle Gemeinsamkeit zu erzeugen, festzustellen, dass es da durchaus gemeinsame Fragen gibt, weil die alle miteinander die Frage haben, wo finde ich denn eine bezahlbare Wohnung, wie kriege ich eine Absicherung, wenn das Geld nicht fließt, finde ich eine vernünftige Schule in dem Viertel, in dem ich leben muss, weil ich mir die anderen Viertel nicht leisten kann. Das sind Themen, die einen diese Gruppen, obwohl sie ansonsten ganz viel nicht eint. Und diese Dinge zu finden, die Menschen zusammenbringen, ist eine politische Aufgabe an der Stelle. Das ist keine kulturelle Aufgabe, das ist eine politische Aufgabe. Die kulturpolitische Aufgabe muss es sein, diese vielfältigen Perspektiven, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch in die Institutionen hineinzubringen. Und zwar nicht nur in dem gnädigen Gestus, dass Menschen aus unserem Milieu heraus, mit den Bücherwänden im Hintergrund, Programm für alle machen und sozusagen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir auch die ansprechen, die anders sind als wir, sondern wir tatsächlich auch auf die Seite der Produzierenden und auf die Seite der Teilhabenden am künstlerischen Produktionsprozess die Milieuoffenheit und die Kulturoffenheit erzeugen, die wir heutzutage oftmals in Kultureinrichtungen noch nicht haben. Machen wir es uns nicht vor. Kultureinrichtungen, gerade auch staatlich geförderte Kultureinrichtungen, sind noch vergleichsweise homogene Betriebe. Viel homogener als viele andere Bereiche der Wirtschaft. Und ich glaube, auch da werden wir ran müssen, da sozusagen eine Heterogenität zu erzeugen, die die Heterogenität der Gesellschaften, in der diese Institutionen stehen, spiegelt, damit diese Institutionen auch als unser begriffen werden von einer Gesellschaft und nicht quasi pauschal als das gehört zum Establishment derer da oben weggeschoben werden kann und damit als irrelevant. Das ist eine Riesenaufgabe, wo wir sehr am Anfang stehen, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Wien ist. Drehen wir es doch schneller mal um. Soll der Museumsbesuch den Leuten etwas kosten oder sollen sie etwas dafür bekommen, wenn sie dorthin gehen? Gute Frage. Wenn wir die ökonomischen Probleme nicht hätten, müsste er nichts kosten, sondern sie sollen was dafür bekommen. Ich finde aber die Frage, ob sie einen Eintritt dafür zahlen müssen oder nicht, tatsächlich nicht so vorrangig, wie in mancher politischen Diskussion ist. Das Problem ist ja häufig, dass das leichte politische Signal ist. Wenn etwas als irrelevant empfunden wird, ist aber auch egal, ob es nichts kostet. Nein, aber das verharmlost die Frage. Nee. Wenn man sich die Theateraufführungen im antiken Athen anschaut, dann haben die Leute dafür bezahlt bekommen und es war verpflichtend, daran teilzunehmen. Damit wurde politische Homogenität durch Kulturleistung erzielt, klarerweise. Ja. Jetzt steht es bei uns jedem frei, ins Museum zu gehen, ein Konzert zu besuchen oder einen Theaterbesuch zu machen. Ob es was kostet oder nicht, sehe ich auch als vergleichsweise zweitrangig zu sehen. Aber die Frage ist doch, wie sehr wir bei der Generierung von dem, was Katharina Stenberger als Gemeinsames, als das Berührenswerte benannt hat, wie sehr wir es uns leisten können, das, was uns hier also so wichtig als Wert vorkommt, auf freiwilliges Entsprechen in einer kapitalistischen, auf Einzelverwertung abzielenden Gesellschaft zu sein, wo nur mehr quasi die Selbstanbietung am Markt das für viele taugliche Modell scheint, selber zu überleben.
Aber ich würde, also meine These wäre, dass wir ja gerade deswegen als Staat kulturpolitische Institutionen verantworten und Institutionen fördern, damit sie sich nicht vollständig dieser Kapitalverwertungslogik unseres Wirtschaftssystems unterwerfen müssen. Ja, also aber das funktioniert ja empirisch nicht ganz. Also nehmen wir die österreichische Filmbranche zum Beispiel. Wir treten jedes Jahr in Österreich mit ca. 13% österreichische Filme ins Kino an. Besucht werden diese 13% von etwa 2%. Der Rest wird von amerikanischen Blockbustern abgesahnt irgendwie. Das Verhältnis wird auch immer größer. Entschuldigung, aber das hat ganz viel mit der Qualität der Filme zu tun. Und das hat ganz viel damit zu tun, wer entscheidet, welche Filme gemacht werden. Und da sind unsere Institutionen teilweise mit Menschen ausgestattet, die das besser nicht entscheiden sollten. Da bin ich ganz bei dir, durchgehen müssen. Und ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein muss, dass ich nicht glaube, dass das ausschließlich sozusagen, klar, die Amerikaner haben ganz andere Möglichkeiten, aber man muss einfach sagen, fast jedes Drehbuch, auch wenn es schlecht ist, ist besser als vieles von dem, was bei uns produziert wird. Also da müssen wir schon viel, viel Asche auf unser eigenes Haupt geben. Und eine Geschichte funktioniert, wenn sie gut ist. It's as simple as that. Ich finde das ganz wunderbar, wie sich das jetzt hier entwickelt hat. Und umso weniger Stichworte ich geben muss, desto besser ist es, weil das spricht einfach für den Gesprächsfluss. Ich würde jetzt nur gerne trotzdem noch zwei Aspekte ein wenig verschärfen, die jetzt eh schon angesprochen wurden. Es ist ja jetzt schon über den Zugang gesprochen worden für unterschiedliche Milieus, die halt auch bildungsferner, von mir auch kulturferner sind. In dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, weil auch Trump und so weiter angesprochen wurde und Bevölkerungs- und Wählermilieus, wie schafft man den kulturellen Zugang nicht nur für unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Milieus, sondern wie schafft man das beispielsweise ja auch, sind wir auch dann wieder beim Zusammenhalt zwischen Stadt und Land. Ja? Es ist ja durchaus in der öffentlichen Verantwortung oder in der gesellschaftlichen Verantwortung, diese Kultur an allen Orten zu ermöglichen. Das wäre ein Themenkreis, auf den ich noch gerne zu sprechen kommen möchte, bevor wir dann hier eine Schlussrunde machen. Und der andere Themenkreis, der ökonomische Druck, ist ja schon angesprochen worden, Wertschöpfung und Rahmenbedingungen, dass wir uns vielleicht auch noch ein bisschen, nicht jetzt nur vor dem Hintergrund dieser Krise, auch noch über die Rahmenbedingungen unterhalten, unter denen überhaupt ja kulturelle Kreativität möglich ist. Wer möchte beginnen? Ich wollte vorher noch was sagen. Katharina, bitte, ja. Ja. Nur aus dem direkten Erleben. In Österreich, wie der Lockdown war, hatten wir eine Kulturstaatssekretärin, die nach ungefähr 2 Monaten den großen Aufschrei in der Branche, wir können jetzt alle nicht mehr arbeiten, alle haben Konzerte abgesagt, die Freischaffenden, die fix an den Häusern waren, hatten sozusagen noch am besten, aber alle anderen haben innerhalb von Wochen in meistens eh schon Situationen, die sowieso so schwierig sind, dass du von Monat zu Monat lebst, plötzlich gab es das nicht mehr. Und es gab einen ganz großen Aufschrei in der Kulturszene, und zwar von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen. Und die Kulturstaatssekretärin, deren Wahl man, darüber kann man reden, das wurscht, wurde, wie man in Österreich sagt, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und irgendwer musste schuld sein an der Misere. Ich bin da gesessen und habe mir gedacht, Entschuldigung, dieses Thema der nicht abgesicherten, freischaffenden Künstler haben wir seit Dekaden. Also was wird hier genau, es wird etwas sichtbar, was eine relativ kleine Gruppe betrifft, um die man sich vielleicht auch schwer kümmern kann, aber es gibt so quasi fast keine Systeme,
dass die aufgefangen werden oder dass die eine Möglichkeit haben zu überleben. Und ich war wirklich bass erstaunt, woher die große Empörung kommt, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwann fliegt der Deckel halt daraus. Und jetzt war es halt soweit, aber neu war das nicht. Und interessiert hat das auch niemanden. Aber plötzlich, weil alle gleichzeitig betroffen waren, und das war das Interessante, hat man hingeschaut. Lösungen hat man gesucht, so gut es halt irgendwie geht. Aber ja, das ist irgendwie so eine Gruppe von Menschen in der Gesellschaft, die das tun, weil sie nicht anders können. Ich glaube, das beschreibt es am besten und die sehr wenig Lobby haben. Das ich anders bestätigen, das war in Deutschland gar nicht so großartig anders. Es hat in Deutschland dann keinen Politiker deswegen auch gerissen. Das ist vielleicht der Unterschied zu Österreich. Aber wenn man mal in die Zeit davor zurückguckt, das Problem war nicht neu, aber das Sprechen über das Problem sehr wohl. Und ehrlicherweise auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland war es so, dass ich habe früher mal 4 Jahre im sozusagen Ministerium für Arbeit und Soziales auf Bundesebene gearbeitet, sagen von 2005 bis 2009. Das war kurz nachdem in Deutschland ein Buch erschienen ist, wir nennen es Arbeit, das Sascha Lobo unter anderem geschrieben hat, in der er die Form neuer Selbstständigkeiten der Digitalwirtschaft beschrieben hat. Und das Fordern, dass man die irgendwie einbeziehen müsse in sozialstaatliche Regelungssysteme. Wenn man solche Diskussionen versucht hat, mit Künstlerinnen und Künstlern zu führen, war das sozusagen, also es war weder möglich von der Seite der Sozialversicherungs- und der Sozialstaatsanhänger, weil das für die zu kompliziert war und irgendwie so eine kleine Gruppe war, für die man keine Sondermöglichkeiten bauen wollte. Es war aber auch nicht leicht, mit Künstlerinnen und Künstlern darüber zu reden, weil die Wette, ich habe eh so viele Standbeine, ich komme schon irgendwie klar. Und ich bin ja, ich finde meinen Weg und ich zahle doch jetzt nicht noch Geld in so eine Versicherung rein, damit ich irgendwann mal was rausbekomme. Das war auch blanke Empörung. Also das gehört zur Fairness schon dazu. Ich hoffe tatsächlich inständig, dass wir was gelernt haben aus diesem Schock des letzten Jahres und diese Themen jetzt nochmal angehen und tatsächlich so eine Versicherungsmöglichkeit dann tatsächlich auch schaffen, weil es braucht diese soziale Absicherung ganz dringend. Und wir haben ja, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland haben wir die Grundsicherung, die wird gezahlt, die deckt das Existenzminimum, auch bei einem freischaffenden Künstler. Und das ist, wenn man sich so die Schichtung in der Kunstszene anguckt, für einen Teil der Künstlerinnen und Künstler auch gar kein Problem. Also das durchschnittliche Jahreseinkommen, das in der Künstlersozialversicherung in Deutschland gemeldet wird, liegt bei rund 18.000 Euro. Das heißt, ein guter Teil sozusagen dort krepelt sowieso um das Existenzminimum herum und beantragt mal Grundsicherung, weil es mal nicht geht und dann mal wieder nicht, weil es geht. Auf der anderen Seite habe ich einen guten Teil von Künstlern, nicht einen guten, aber einen sehr kleinen Teil von Künstlern, der sozusagen in dem Star-Bereich ist und so abgesichert ist, um den muss ich mir auch keine Gedanken machen. Aber dieses sozusagen mittelständische Künstlerexistenzen, das sind diejenigen, die jetzt von dieser Situation im letzten Jahr am härtesten getroffen gewesen sind, die eigentlich sozusagen so ein ganz normales nach außen, so Mittelschichtleben führen, sozusagen beide vielleicht klassische Musiker, nebenbei noch Musikunterricht und man sozusagen kommt auf ein sehr ordentliches gemeinsames Familiengehalt, das aber komplett freiberuflich ist und das komplett wegfällt, wenn solche Eindämmungsverordnungen gegen ein Coronavirus erlassen werden und alles nicht mehr geht. Und man dann von jetzt auf gleich mit dem Existenzminimum klarkommen muss, ohne dass so eine Treppe dazwischen ist, die sich am bisherigen Einkommen orientiert, wie es in jeder Arbeitslosenversicherung oder beim Kurzarbeitergeld der Fall ist. Und da brauchen wir ein Instrument für. Und das ist auch gar keine Raketenwissenschaft, weil das ist eigentlich da, das Instrument. Das haben wir mit der Künstlersozialkasse für andere Fragen der Alterssicherung schon gelöst. Das haben wir mittlerweile auch im Bereich der Gesundheitsversicherung gelöst. Und das kann man auch im Bereich der Versicherung gegen Einkommensausfall in Phasen, sozusagen, in denen ich zwar arbeite, aber kein Einkommen mehr habe, lösen. Und da müssen wir ran. Und ich hoffe, dass alle sich daran erinnern, dass wir dieses Jahr in den Knochen haben, wenn es dann darum geht, dass wir irgendwann darüber reden, dass man da aber natürlich in einer Solidargemeinschaft auch einzahlen muss, wenn man was rausbekommen will. Das ist ja sozusagen dann auch Teil der solidarischen Struktur. Und den Satz muss man dann immer mitsprechen. Und weil die Alternativvorstellung eines Grundeinkommens für Künstler, die ja auch gerne gefordert wird, die erfüllt mich wiederum mit Grauen, weil das uns als Staat dann in die Situation bringen würde, dass wir bestimmen müssten, wer Künstler ist und wer nicht. Genau. Und diese Bürokratie möchte ich nicht aufbauen, dass wir sozusagen sagen, du hast jetzt das Recht, Künstler zu sein, du wirst Staatskünstler. Das gab es in Deutschland schon mal. Den Diplomkünstler in der DDR, ich glaube, das wollen wir alle nicht wieder, wenn ich ehrlich bin. Ja, wobei. Jetzt haben wir Herrn Wawras Frage total beiseite gedrückt. Macht nichts.
Ich würde zwei, drei Worte hier gerne noch anschließen. Meine Erfahrung in den letzten 30 Jahren im Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern entspricht ja, dass die generell nicht übertrieben rechtsaffin denken und schon gar nicht danach handeln wollen. Rechtsfragen und natürlich haben Versicherungsdinge immer auch mit Rechtsfragen zu tun, die werden eher so weggeschoben. Geht mich nichts an, verstehe ich nicht. Und Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit wenigen Ausnahmen, wenn man in Österreich zum Beispiel die IG Kultur sieht oder so, wo der Gerhard Ruiz halt seit Jahrzehnten rührig ist, sie haben es nicht geschafft, eine gemeinsame Interessenvertretung auf die Beine zu stellen. Und deshalb macht es die Diskussion mit ihnen als, wie soll ich sagen, als gemeinsame soziale Gruppe auch so schwer, zumal Kunst halt doch immer etwas Individuelles ist, wo das Individuum formbestimmt seinen Ausdruck verlangt oder sucht. Und das hält natürlich auch davon ab, sich vorschnell mit anderen gemein zu machen und anhand gemeinsamer Interessen die Lage und die Möglichkeit zu erkunden. Corona könnte hier, das könnte ein kleiner Kollateralnutzen der Situation sein, etwas vorwärts bringen, so wie bei den EPUs auch irgendwie, dass man hier draufkommt, naja, ein Gutteil der Erwerbstätigen heißt oder nennt sich zwar selbstständig, in Wirklichkeit sind sie verlängerte entweder Denk- oder auch Handwerksbänke von Firmen. Und hier muss man neue Regelungen finden, die seit Jahrzehnten anstehen in Wirklichkeit. André Gorz hat das aufgebracht, schon vor Jahrzehnten irgendwie, nur ist nicht wirklich etwas weitergegangen. Und die Sozialdemokratie hat sich hier auch zu wenig bewegt. Die Gewerkschaften haben hier natürlich, ich sage es mal böse, auf die Arbeiteraristokratie geschielt und geschaut, dass sie die Stammbelegschaften im Griff haben, aber die Verschiebungen im Erwerbsleben viel zu wenig natürlich betrachtet. Ich will trotzdem zwei, drei Sätze noch zu dem sagen, was Matthias Wawra hier angesprochen hat. Stadt und Land, das ist ein kulturpolitisches Problem. Unsere Kommunen werden erstens entzählt von all dem, was es dort an Lebensgemeinschaften gegeben hat oder es lebenswert gemacht hat, dort gemein zu sein, sage ich jetzt absichtlich. Wir haben Shopping-Cities ohne Ende. Wir haben das Ende von Gasthäusern, Friseuren, Schneidern und. Wir haben nur mehr die Bettenburgen quasi, die in Reihenhausform hier rund um den Stadtkern aufgebaut werden. Gleichzeitig sehen wir, dass alle Kommunen am Ende ihrer finanziellen Leistungskraft sind und jetzt bei Corona noch mehr, als sie es vorher auch schon waren. Und mein Stichwort hier, ohne dass das eine große politische Programmatik wäre, heißt Relocalized Democracy. Wir müssen den Leuten Geld an die Hand geben, um ihre eigenen Lebensbedingungen wieder, auch wenn viel Blödsinn dann gemacht wird hier, derart in den Griff zu bekommen, dass sie das Gefühl haben, sie können wieder über ihre unmittelbare Lebensumwelt in gewissem Maße selbst entscheiden. Und auch wenn sie bei der einen Abstimmung dann verlieren, bei der nächsten werden sie vielleicht gewinnen, dieser Wert der eigenen Stimme, wenn wir den nicht wieder rückbeziehen zur konkreten Lebensumwelt, in der die Leute sich selbst sinnlich erfahren können und auch das Miteinander sinnlich erfahren und nicht nur über Instagram und WhatsApp und Tweet und was weiß ich alles, dann bin ich, jetzt verwende ich trotzdem das Wort, obwohl ich es zuerst quasi abgewiesen habe, dann bin ich sehr pessimistisch oder ich sage sehr skeptisch, dass wir hier Solidarität erzeugen können. Wo soll denn die stattfinden, wenn nicht unmittelbar dort, wo die Leute leben? Und es muss Sache der Betroffenen sein, sich zu entscheiden. Will ich lieber die neue Volksschule oder lieber das Hallenbad? Will ich lieber die Dorfverschönerung oder die Dorfumfahrung haben? Wenn wir das den Leuten nicht wieder an die Hand geben, dann werden wir uns den demagogischen Lauttrommeln ausliefern und wir werden dann nur mehr eine Form der Gefühlspolitik haben, die wie ein Reizreaktionsschema auf den jeweils lautesten reagiert und nicht mehr das eigene Lebensumfeld tatsächlich ernst nimmt, weil dort kommen die Leute tagtäglich zur Entscheidung, hier wäre ich enteignet, entmündigt und entwürdigt. Und hier müssen wir als Kulturpolitik, beides im vollen Umfang der Begrifflichkeit verwendet, ansetzen, wenn wir nicht
einfach alles hinschmeißen wollen, weil dann drehe ich mich lieber um und schaue wieder in meine Bücher, ist ja für uns einen auch sehr erfreulich. Bin ich ganz bei Ihnen. Das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir in Deutschland seit ein paar Jahren auch sehr intensiv sozusagen führen. Die Frage, wie stärken wir die sozusagen kulturellen Strukturen in ländlichen Regionen? Wir haben an einer Stelle sozusagen einen sozusagen Zugang, der sich tatsächlich an der Stelle als echter Gewinn erweist, dadurch, dass die kulturpolitische Verantwortung ja bei uns verfassungsrechtlich komplett bei den Ländern liegt. Insofern schon mal etwas dezentraler und Berlin im Prinzip dazu so gut wie gar nichts beizutragen hat. Länder so groß wie ganz Österreich. Bitte? Was sagen Sie? Länder so groß wie ganz Österreich. Ja, das kommt hinzu, aber aus unserer Sicht Hamburg nicht. Also insofern Hamburg und selbst Hamburg hat ländliche Gebiete, man glaubt es kaum. Aber das insofern stimmt, wird andere dann schon. Aber trotzdem haben wir da Situationen, wo man zumindest näher dran kommt. Aber die Frage wird sein, und das ist eine ganz entscheidende, vor der wir in Deutschland gerade stehen, mit Blick auf die ökonomischen Verwerfungen, die Corona mit sich bringt, führt das dann eigentlich dazu, dass man quasi den Situationen in den kommunalen Haushalten ungerührt zuguckt und dann der Bund sagt, er legt dann eigene Kulturförderprogramme auf, mit denen er dann die Lücken schließt, die die Kommunen nicht mehr leisten können? Oder müssen wir nicht viel mehr, und da wäre ich sehr bei dem, was Sie ausgeführt haben, dann auch eine Debatte über die Frage der inneren Finanzverfassung eines Landes führen und dafür sorgen, dass die Mittel dort vor Ort in den kommunalen Strukturen sind, um dann dort auch eingesetzt werden zu können, weil ich da darüber entscheiden kann und wissen kann, was sinnvoll ist. Das kenne ich ja schon in Hamburg, wo wir ein paar der Aufgaben dann sogar in die Stadtteile runterdelegieren, weil ich gar nicht entscheiden möchte für Wandsbek, wo da jetzt ein Stadtteilkulturzentrum entscheidet. Da finde ich mich schon sozusagen in meiner Landesbehörde zu weit von weg. Das gehört eigentlich durch die Kommunalpolitik vor Ort entschieden, weil die genau wissen, wo die Probleme sind und wo man so eine Infrastruktur auch bauen muss. Und da ist sozusagen so eine sozusagen Rückgewinnung von Subsidiarität in Kulturpolitik schon etwas sehr Essentielles, wenn wir da an der Stelle auch Dinge machen wollen, die sinnvoll sind und nicht nur so aussehen, dass man hinterher sagen kann, wir haben uns doch drum gekümmert. Ich glaube auch, wenn ich was sagen darf, weil ich die beiden Festivals angesprochen habe, das eine Festival ist das Hin- und Weg-Festival in Litschau. Und Litschau, wenn ich Herrn Proster das sagen darf, ist der nördlichste Ort von Österreich. Hart an der tschechischen Grenze und dort ist wenig bis nichts. Die Litschauer sehen das vielleicht anders. Und dort wurde ein Musikfestival aufgezogen und wir haben vor 3 Jahren mit einem Theaterfestival begonnen. Und das ist eine Gegend, die sehr verlassen wurde und wo es von einer aufgelassenen Fabrik, wo nichts ist, zum zum Gemischtwarenladen, der auch leer steht. Also ganz viel ist dort nicht mehr. Und es ist ganz faszinierend, was man beobachten kann nach dem 3. Jahr, wenn man dorthin geht und immer im Sommer dorthin kommt. Und wie sehr diese Aktivitäten, die über ein paar Wochen gehen, was die übers Jahr auch noch nachwirken und was für eine Belebung dort stattfindet und was für eine Möglichkeit zum Austausch dort ist. Und wir haben da sehr lebendige Formate auch entwickelt. Die Leute kommen, um sich zu begegnen. Und ich habe immer gesagt, mich interessiert diese Form, wo unten die Leute sitzen, dann ist der Wassergraben und oben wird gespült. Ist eh super, ist auch toll und muss sein. Aber ich glaube, es braucht ganz viele Formen, wo wir relativ niederschwellig Begegnungsräume aufmachen. Und es ist faszinierend, in einer Gegend, wo nicht viel ist, zu sehen, was das für ein Leben reinbringt. Und das ist eine tolle Erfahrung. Und das Filmfestival haben wir in Wiener Neustadt gestartet und auch dort Leben hineinzubringen. Und dafür ist die Kunst, glaube ich, auch sehr da. Also überall, wo die dann irgendwie aufschlagen nach einiger Zeit. Es kommt mir manchmal vor wie eine Betonwüste, wo du ein Loch schlägst und dann fängst du an, ein bisschen zu gießen und irgendwann fängt es an zu sprießen. Also ich glaube, ganz entscheidend ist es, dass wir die Kultur in die Gegend bringen. Aber was du hier sagst,
wie soll ich sagen, provoziert mich dazu, auch ein bisschen gegen den Stachel zu löcken. Das hat ja viel mit etwas zu tun, was Heimat ist, was Gemeinschaft ist. Also diese rechten Vokabeln irgendwie quasi, die wir vermeintlich als rechts denunziert haben über viele, viele Jahre, die kann man natürlich mit Kunstpolitik, mit Kulturpolitik umwerten in gewisser Weise. Leute fühlen sich zu Hause, wenn sie etwas gemeinsam haben. Und wir haben viel zu wenig Orte natürlich, wo sich diese Gemeinsamkeit, das muss man ja nicht unbedingt unter dem Stichwort Gemeinschaft jetzt gleich denunzieren, aber wo sich diese Gemeinsamkeit sinnlich erfahrbar macht. Und dazu ist Kunst natürlich ein super Appetizer, klarerweise, weil die Kunst, außer sie ist wirklich schlechte Kunst, weil dann provoziert sie niemanden, aber weil Kunst natürlich ein Reflexionsmobile in Gang setzt. Und das muss man und kann man, glaube ich, nützen. Ja, ich glaube aber noch, und dann bin ich still, ich glaube, dass es noch viel schlichter ist. Ich glaube, wir brauchen Geschichten. Wir sind süchtig nach Geschichten. Und egal, wie du es anfängst, wenn einer gesagt, pass auf, es war einmal, dann haben alle die Füße parallel und hören zu. Und ich glaube, dieses einander die Geschichten zu erzählen, dort ist auch der Kontakt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass wir viel schlichter funktionieren. Aber vielleicht gehe ich da von mir aus. Nee, ich glaube, da ist was dran. Ich will auch tatsächlich, also den Begriff Heimat, den finde ich, der ist aber ein schöner Begriff. Da könnte man in Deutschland jetzt eine Diskussion unter Sozialdemokraten sofort sprengen, wenn man die hätte, weil das würde sich jetzt in zwei Lager spalten. Die einen fänden den Begriff ganz furchtbar und unglaublich rechts und die anderen würden daran erinnern, dass Tucholsky schon in den 20er Jahren die Linke aufgefordert hat, diesen Begriff sich endlich zu eigen zu machen, weil sozusagen jeder Mensch irgendwo sich zu Hause fühlen möchte. Und wenn wir nicht ein positives Bild erzählen können von diesem Zuhause, dann machen es andere. Und dann sollten wir es lieber selber tun. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Und tatsächlich ist für mich eher der Punkt bei dieser Frage Stadt, Land in der Kulturförderung etwas, was kann man realistischerweise wo erreichen? Also man hat ja manchmal das Gefühl in manchen dieser Debatten, dass Leute fordern, dass wir irgendwo auf dem Land sozusagen das Kunsthistorische Museum nochmal neu bauen sollten, um jetzt mal in Wiener Verhältnissen zu bleiben. Das ist natürlich totaler Wahnwitz, weil so etwas geht nur in Metropolen. Man hat auch eine Geschichte, die daherkommt. Da sollte man auch jetzt nichts Künstliches machen, aber es geht tatsächlich um vor allen Dingen den Erhalt der öffentlichen Kulturorte, die wir ja an vielen Stellen in den Infrastrukturen noch haben, die sich nicht mehr tragen. Und da müssen wir manchmal auch deutlich weiter außerhalb der Box denken, als wir das sonst machen, weil in vielen Orten ist das Kino zum Beispiel. Dass er aber ein kommerzialisierter Ort ist normalerweise, der sozusagen nach bestimmten Spielregeln funktioniert, aber ja trotzdem die Hälfte der Zeit leer steht, weil er ja in der Regel nur am späten Nachmittag und am Abend genutzt wird. Das sind durchaus Orte, die ich auch anders nutzen kann, weil das sozusagen öffentliche Räume für eine sozusagen lokale Gemeinschaft werden können im positiven Sinne, wenn wir da kulturfördernd anders reingehen. Das ist ein Beispiel. Es gibt ein schönes Beispiel aus einer ostdeutschen Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, die sozusagen relativ viele Menschen verloren hat, die weggezogen sind und jetzt diese ganzen Leerstände in ihrer Innenstadt hatten, die Künstler eingeladen haben zu kostenfreien Künstlerresidenzen. Sozusagen in den großen Städten habt ihr den Platz nicht mehr. Wir haben ihn hier. Ihr könnt hier produzieren und arbeiten. Und ich glaube, solche Dinge, die dann eben auch eine Passung haben zu dem, was vor Ort ist, schaffen genau diese Form von Erzählungen, die dann auch eine andere Form von Selbstbewusstsein im Wortsinne für die jeweilige regionale Gegebenheit schaffen können. Und solche Sachen müssen wir quasi aus der Struktur heraus entwickeln und nicht wieder quasi aus der Metropole kommen und überlegen, was denn die da brauchen könnten. Wenn man so anfängt, hat man schon verloren, sondern man muss gucken, was ist denn da und welchen Faden nehme ich auf und spinne ihn weiter. Und da werden wir feststellen, da ist viel, viel mehr, als wir manchmal in unserer Metropolen-Hybris so annehmen. So, nachdem wir jetzt eine Stunde diskutiert haben, darf ich mich da jetzt kurz wieder einschalten. Und es gibt in Wien diesen schönen Satz, man kann im Leben über alles reden, aber nie über 2 Stunden. Würde ich jetzt gerne noch die Publikumsfragen, nachdem wir da schon einige in diesem Frage-Antwort-Teil im Chat und auch schon per Mail vorab bekommen haben, einbinden. Und zwar, ich gehe das jetzt einfach. Andreas, hast du dich jetzt eingeblendet, weil du eine Publikumsfrage stellen wolltest oder nein?
Doch. Oder bitte, dann fang du an und ich lese dann die anderen vor. Dass ich einen direkten Zugang sozusagen habe, mich da auch einzubringen, aber auch weil ich doch zwei Punkte wollte ich auch noch einbringen. Das eine ist, weil über die Kunst gesprochen wurde, und zunächst einmal danke ich für diese wirklich interessante Diskussion, weil über Kunst und ihre Rolle gesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob uns allen bewusst ist, wenn man sich anschaut, was auf Spotify zum Beispiel sozusagen am meisten heruntergeladen wird, ja, dann sind das, ich weiß nicht, dann ist es Raf Camora und Rapper, die sozusagen, wo ich nicht sicher bin, dass wir das alles sozusagen in einen Kunstkanon, geschweige denn in einen politischen Korrektnis-Kanon aufnehmen wollten. Worauf ich hinweisen will, ist, dass sozusagen sich die Kunst so oder so ihren Weg bahnt. Ja, also da braucht sie nicht wahnsinnig viel. Ja, natürlich braucht sie Förderung dazu. Aber vieles, was da jetzt am Neuen herauskommt und hervorkommt, ist etwas, was jenseits jeglicher Förderrichtlinien und auch dessen, was wir uns in Stadttheater und Opernhäusern gerne anschauen, sondern da sind, und Wien hat, wie wir wissen, über 50% Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, das wird in Hamburg nicht sehr viel anders sein und in Berlin schon gar nicht, die sozusagen, da ist eine, längst sind Parallelgesellschaften entstanden, in die wir kaum Einblick haben. Ja? Und wir sind sozusagen alle, auch so wie wir hier sitzen und vor unseren Büchern, und meine Bücher waren es da drüben, die können Sie nicht sehen, aber das ist natürlich eine weiße Bildungsgesellschaft, noch immer stark männlich dominiert. Das ist das eine. Und das andere, was ich sagen wollte, diese Stadt-Land-Gefälle hat natürlich schon auch unmittelbar politische Auswirkungen. Der Rechtspopulismus ist eine weiße, auch noch immer stark männlich dominierte suburbane Geschichte. Also fast alle Städte, wurscht ob in Amerika, in Europa, sind links, linksliberal, linksgrün, wie auch immer, politisch ausgerichtet. Die Mehrheiten kommen ja aus diesem suburbanen, teilweise auch ländlichen Milieu zustande. Und dort ist diese Single-Issue-Story, die eine Geschichte, die noch erzählt wird, diese nationale Geschichte, die noch erzählt wird, auf die noch immer rekurriert wird, die noch immer auf die zurückgegriffen wird und die so überhaupt nichts mit Diversität zu tun hat. Und das denke ich mir, und ich hoffe doch sehr, dass auch sozusagen in Amerika jetzt sozusagen die Demokratische Partei sehr stark, auch wenn jetzt der Biden der älteste Präsident ist, aber da wird stark auf den urbanen, sehr diversen Charakter zurückgegriffen. Und da scheint mir in Wahrheit die Zukunft zu liegen. Das müssen wir halt nur auch politisch umsetzen. Also wenn in Wien ein Drittel der Bevölkerung nicht wählen darf, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil Teile davon nicht bereit sind, eine Staatsbürgerschaft anzunehmen, aber es wird ja auch erschwert, dann haben wir massiv ein demokratiepolitisches Problem. Das wollte ich nur einbringen und mich herzlich auch bei eurer und ihrer Diskussion bedanken. Wobei das natürlich auch, da würde ich gerne einmal anknüpfen, eine Frage ist, wie gehen wir als vermeintliche Mehrheitsgesellschaft tradierte, die wir ja teilweise gar keine Mehrheitsgesellschaft mehr sind, uns aber immer noch so fühlen, denn damit um, also in Hamburg hat beispielsweise Olaf Scholz, als er hier erster Bürgermeister war, begonnen damit, alle Bürger der Stadt, die die formale Qualifikation hatten, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, sie aber noch nicht hatten, angeschrieben. Die haben einen persönlichen Brief des Bürgermeisters bekommen mit einer Einladung und einer genauen Beschreibung, was sie tun müssen, und das ist ein sehr werbendes Schreiben. Also völlig in sozusagen Widerspruch zur Tradition bisher. Im Prinzip sagt der Staat, bitte mach doch mit und werde Mitglied, wenn man so will. Und sagen, ich glaube, hat auch was damit zu tun, dass wir so auch nicht auftreten und genau diese Räume nicht schaffen und nicht dieses Umarmen, dieses Berührung schaffen. Wie war die Reaktion? Die Reaktion war super. Wir haben seitdem monatlich volle Einbürgerungsfeiern im Rathaus, die wir machen. Also es kommen ganz viele Leute und das sind die beglückendsten Momente im Leben eines Bürgermeisters. Der Nachfolger setzt das jetzt fort und viele nehmen das wirklich an und finden das als sozusagen eine Geste, die sie nie erwartet hätten, weil das sozusagen völlig diesem Narrativ von ich bin hier ja nicht gewollt widerspricht. Wenn man auf einmal ein Schreiben bekommt mit dem Staatswappen obendrauf und dann wird beschrieben, wie man deutscher Staatsbürger werden kann.
Also das hat genau sozusagen diesen Effekt gehabt, in die migrantischen Communities hinein festzustellen, ihr seid Teil dieser Gesellschaft. Und darauf kann man dann eben auch Programme knüpfen. Da kann man dann auch sozusagen, weil man dann ja miteinander im Gespräch ist, auch die kulturellen Angebote in die Kommunikation mit reinpflegen, zeigen, was wir da für Möglichkeiten haben. Und da öffnen sich auf einmal Wege. Das hat sich wirklich als eine großartige Idee erwiesen. Aber Entschuldigung, das Problem, und dann bin ich schon wieder still, weil ich bin gar nicht Diskussionsteilnehmer. Das Problem ist ja auch, wie kommen wir in die Communities hinein, die das nicht wollen, und zwar explizit nicht wollen. Ja. Die sind ja sozusagen das Hauptproblem. Wie schaffen wir es, dass wir die vor allem die jungen Menschen, und das beginnt in Wien jetzt auch langsam in Favoriten, dass die beginnen zu randalieren, ja, weil sie sich sozusagen gänzlich ausgeschlossen fühlen, aber auch ausgeschlossen sein wollen wahrscheinlich. Ja. Gut, dann würde ich jetzt die Publikumsfragen einbringen. Und zwar die erste ist an den Herrn Protzter. Wie kann, nachdem in Österreich die Kulturpolitik ja eher ein Randdasein führt, Stichwort Staatssekretariat, wie kann die Kulturpolitik von der Politik ernst genommen werden? Daran arbeite ich auch noch. Also das ist, also tatsächlich ist das in Deutschland, glaube ich, nicht so großartig anders. Der letzte Kulturpolitiker in Hamburg, der länger im Amt war, der auch Mitglied einer Partei gewesen ist, war das Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre vor mir. Danach waren das alles Parteilose, was auch schon etwas zeigt, sozusagen, wie ernst das von denen genommen wird, die quasi sich in so einen politischen Pfad hineinbegeben und sagen, ich will eigentlich in der Politik was werden. Dann ist das in der Kunst, macht man das in der Regel nicht. Das macht man, weil man es möchte. Ich glaube, es wird dadurch gelingen, weil die Themen, die wir ganz am Anfang in der Diskussion hatten, virulenter werden. Ich glaube, die gesamten Demokratiedebatten, die wir momentan führen, die ja auch zunehmen werden, sind ohne Kulturpolitik nicht zu lösen. Das geht nicht mehr nur mit Kulturförderung, das geht auch nicht mehr nur mit strategischen Investitionen in Kultur, weil man sagt, das hilft mir im Stand, im Ort Wettbewerb, im War of Talents, das hat Umwegrentabilitäten oder was man da so seinen Kämmerern alles erzählt, sondern das hat ganz unmittelbar was damit zu tun, ob diese Gesellschaften, in denen wir leben, eigentlich als die aufgeklärten, offenen, vielfältigen, demokratischen und freiheitlichen Gesellschaften überleben, als die wir sie gegründet haben und als die wir sie empfinden. Und das geht nur, wenn wir auch Kulturpolitik betreiben. Das geht nicht nur mit mechanischer Sozialpolitik. Dafür brauche ich auch tatsächlich die Sinndimension, die Kunst aufmacht. Und deswegen glaube ich, dass wenn Kulturpolitik das ernst nimmt, dann kann da eine Aufwertung von Kulturpolitik entstehen draus. Die Rechten machen ja genau das. Die rechten Parteien sind im Kern zumindest teilweise auch kulturpolitische Bewegungen. Und wenn die demokratischen Parteien darauf keine Antwort finden und nicht auch eine kulturpolitische Agenda als politische Agenda formulieren, dann überlassen wir den Rechten an dieser Stelle das Feld. Und das darf uns nicht passieren. Deswegen glaube ich, dass Kulturpolitik bedeutsamer werden wird. Da spricht der Hamburger Kultursenator fast wie Anatoly Lunacharsky. Ich darf an Alfred Noll gleich die nächste Frage richten. Die ist nämlich auch direkt an Sie gerichtet. Ich meine, Sie sind natürlich alle eingeladen, sich zu den Fragen zu Wort zu melden würde, aber insbesondere dann, wie wir das jetzt eh schon praktiziert haben, Sie bitten das, wenn etwas konkret an Sie gerichtet ist, das natürlich zu beantworten. So, an Alfred Noll, an Sie habe ich die Frage, im Radio Kulturhaus haben Sie an die Gäste immer die Frage gestellt, müssen sich die Akteurinnen der politischen Kunst die Frage gefallen lassen, warum sie nicht gleich Politik machen und ob sie nicht ihren Kunstanspruch fallen lassen sollen. Wie würden Sie das selber beantworten? Naja, wie sich das für einen anständigen Erwachsenen gehört, mit einem deutlichen Jein. Die Kunst, ja, interessiert sich für die Politik nicht, denn sie ist darauf aus, Individuelles formbestimmt und formgestaltend zum Ausdruck zu bringen. Und sie ist insofern inkongruent zu den Kriterien, jedenfalls einmal der Tagespolitik, aber auch der grundsätzlichen politischen Fragen, denn sie drückt etwas aus, was der Künstler, die Künstlerin gar nicht anders kann. Mal besser, mal schlechter irgendwie. Das nimmt der Kunst aber nicht die gesellschaftliche Aufgabe, insgesamt Wirklichkeit wiederzuspiegeln, zu erfassen und
Der Hans Arp hat das einmal wunderschön gesagt, ein konkreter Künstler am Anfang: Wir bilden nicht ab, wir bilden. Und das ist eine Aufgabe, die sich die Kunst nicht nehmen lässt, egal unter welchen Verhältnissen sie schaffen muss oder schaffen darf. Wer als Künstlerin, als Künstler glaubt, politische Interventionen zu leisten oder leisten zu müssen, der betätigt sich eben politisch. Bin ich ja sehr dafür. Aber der Kunstanspruch selber ist auf etwas ganz anderes gerichtet. Ich glaube aber auch, dass Kunst etwas macht. Kunst verdichtet Realitäten. Und in dieser verdichteten Form zeigen sich dann manchmal Sachen stärker oder anders oder reichen dann in andere Felder hinüber. Also ich glaube, dass durch diese Verdichtung ganz viel passiert. Katharina, weil du dich zu Wort meldest, ich würde gleich die nächste Frage dann direkt an dich stellen, weil sie ist auch an dich gerichtet. Und zwar, Frau Stenberger, Sie haben ja ein gesellschaftliches Engagement bewiesen, indem Sie die Initiative Courage gegründet haben oder auch beim Fest der Freude am Heldenplatz jährlich auftreten. Sie sind daher eine Künstlerin, die sich nicht von gesellschaftlichen Entwicklungen lösen möchte. Glauben Sie, dass es Künstlerinnen gibt, die sich von politischen, von gesellschaftlichen Geschehnissen trennen, loslösen und sich nur mit ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigen? Na klar. Das beobachte ich. Und das ist ja auch legitim. Aber das, was ich da mache, mache ich ja nicht als Künstlerin. Das mache ich als Bürgerin. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Und als Zeitzeuge. Weil das finde ich stark. Also diese Zeugnis ablegen für das, was passiert und... Aber ich mache das nicht als Künstlerin, glaube ich. Okay, dann habe ich die nächste Frage, die ist an niemanden bestimmten, also ich glaube dementsprechend wahrscheinlich an alle drei Diskussionsteilnehmer gerichtet. Warum haben unsere Vorfahren in der Steinzeit damit begonnen, sich mit Kunst und Kultur zu beschäftigen? Was hat Sie, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen lebten, täglich um ihr Überleben kämpfen mussten, dazu bewogen, dass Sie dass daneben auch noch ihre Höhlen mit Gemälden auszustatten? Warum wird Kultur heute bestenfalls konsumiert und selten selbst geschaffen? Also zu den Steinzeitmenschen, und dazu muss sofort ich was sagen, weil die Juristen sind prädestiniert, über Steinzeitmenschen zu reden, weil die meisten von dem quasi von den Hirnstrukturen behalten haben, von allen Lebenden. Die Steinzeitmenschen haben nicht unter prekären Verhältnissen gelebt. Das ist ein Verdacht, der falsch ist. Tatsächlich kommt die Anthropologie zum Ergebnis, dass die nicht mehr als 3 bis 5 Stunden am Tag gearbeitet haben. Den Rest haben sie sich vergnügt. Das hat ausgereicht, um als Foodcatcher quasi durch die Gegend zu gehen und sich dann gut gehen zu lassen. Die Menschheit, geschichtliche Entwicklung ist ja davon gezeichnet, dass wir immer mehr arbeiten statt immer weniger. Am besten 26 Stunden am Tag, auch wenn er nur 24 hat. Und dazu kommt das, was Katharina Stenberg am Anfang gleich gesagt hat, diese enorme Beschleunigung des Tagesablaufes und unseres Arbeitens. Fußnote, deshalb habe ich ja kein Handy, weil ich diese Beschleunigung nur in Maßen quasi mitmachen will. Also, Kunst und Kultur haben die Steinzeitmenschen gemacht, weil sie keine andere Wahl hatten und weil sie draufgekommen sind, dass ihre Geschichten nur dann etwas quasi für alle Gemeinsames sind, wenn sie sie in einer Form festhalten, die allen gemeinsam zugänglich ist. Und da ist die bildnerische Darstellung von Jagderlebnissen, von Göttern oder wie auch immer, natürlich eine kommode Methode, um dieses allgemeine, quasi den Kanon der Überlieferung, unabhängig vom situativen Begegnen festzuhalten.
Setzt aber die voraus natürlich, dass man genügend menschlich Human Resources hatte, um einen Teil der Leute dafür freizugeben. Die Priester sind ja dasselbe Problem. Priester gibt es erst dann, wenn die Leute halbwegs gewiss sind, dass nicht jeder 24 Stunden am Tag Bären sammeln muss und Elefanten jagen muss. Das ist heute anders. In Wirklichkeit kann jeder von uns in gewissem Maße alles machen. Und diese Freiheit, und jetzt kommen wir am Anfang der Diskussion zurück zu dem, was Poster gesagt hat. Wir müssen uns jeden Tag neu konfigurieren oder zumindest konturieren, und Künstlerinnen und Künstler leisten einen Beitrag, indem sie Deutungsangebote liefern. Und diese Deutungsangebote sind mal mit dem Holzhammer, mal sind sie mit der feinen Klinge, mal schauen sie uns an, als ob sie das Skalpell wären, um uns das Innere aufzureißen. Aber es sind Deutungsangebote, für, wo wir alle dafür sorgen sollten, dass sie möglichst vielen Menschen zur Verfügung stehen. Das ist der ursprünglich sozialdemokratische Ansatz, wo man sagt, Kunstleistung, Kulturleistung ist zunächst einmal unabhängig vom Inhalt etwas, was uns als Menschheit insgesamt zur Verfügung stehen sollte, bei freier Wahl dessen, was man sich dann davon nimmt. Katharina, vielleicht? Ja, ich kann dem Spezialisten zum Thema Steinzeit einfach nichts mehr hinzufügen. Okay, aber vielleicht der anderen Frage, die da mitgestellt wurde, warum wird Kunst heute mehr oder bestenfalls konsumiert und nur selten selbst geschaffen? Naja, also ich hatte einen Gedanken bei der Frage. Ich habe mit einem Kollegen ein längeres Gespräch geführt und wir haben uns irgendwie ausgetauscht, wie wir eigentlich angefangen haben, unseren Beruf zu finden und auszuüben. Und sind draufgekommen, also ich komme aus so einer Künstlerfamilie, also es war irgendwie jetzt nicht die große Überraschung. Und du hast die Aufgabe, deinen Platz da zu finden. Und er hat mir erzählt, dass er aus einer norddeutschen Kleinststadt kommt, die in ihrem Wesen, wie er es beschrieben hat, sehr rau war. Und es gab wenig Schönes und viel Fußball und viel grob und viel geschlossene Gesellschaft und extrem konservativ. Und er hat sich so vereinsamt gefühlt. Und irgendwann ist ihm ein Band mit Hölderlin-Gedichten in die Hände gefallen. Und er hat das verschlungen, weil in der öden Steppe seiner Umgebung das Einzige war, was ihm Schönheit, Zartheit und Gefühl vermittelt hat. Und er wusste, er muss da weitergehen, weil sonst wird er als Mensch in dieser Umgebung nicht überleben. Und er wusste, er muss dort weg. Und das, finde ich, ist eines für mich so ein Beispiel von dem, was nicht erklärbar ist, aber was in uns allen irgendwie steckt, diese unterschiedlich ausgeprägt. Aber in vielen steckt das. Und ich glaube, so entsteht das manchmal, so ganz einfach. Herr Proster, darf ich Sie da auch noch um Ihre Anmerkungen bitten? Hätte aber dann noch gleich an Sie die nächste direkte Frage. Und zwar, wie hängen Kunst und Kultur, Sie haben ja einen Hamburger Stadtbezirk genannt, und die Entwicklung von Städten oder Bezirken zusammen? Und wo kann man da vielleicht zukunftsweisend noch stärker arbeiten? Ja, noch stärker also arbeiten dran. Zur ersten Frage, Sie sprechen mit einem komplett musisch-künstlerisch unbegabten Menschen. Deswegen war meine einzige Chance, zuerst sozusagen als Journalist darüber zu schreiben und dann im zweiten Leben jetzt politisch daran zu arbeiten. Ich bin schon in der 7. Klasse aufgefordert worden, nicht mitzusingen, damit der Rest der Klasse eine Chance hat, den Ton zu treffen. Also es gibt Dinge, die tue ich sehr inbrünstig, aber ohne Kompetenz. Dazu gehört auch fast alles musische, künstlerische. Insofern kann ich wenig dazu beitragen. Warum? Also ich glaube, ein bisschen was hat es damit zu tun, warum wir es machen, weil wir nach Sinn suchen und weil wir Sinn in Erzählungen und Abbildungen unserer Welt suchen. Ich glaube, wir suchen nach etwas, womit wir begreifbar machen wollen, was um uns herum ist. Deswegen fängt der Mensch überhaupt an zu spielen.
Alternativen auszuloten, zu spekulieren, zu ästhetisieren und einfach sozusagen sich Erfahrungsräume jenseits der Welt, also mit dem Hölderlin-Gedichtband in der Hand, gehe ich in Welten, die mir vielleicht eine norddeutsche Kleinstadt nicht bietet, hinein. Und da komme ich dann mit Theodor Storm nicht so weit, weil der führt mich dann wieder dahin, wo ich ja schon sitze. Das mag durchaus sein, dass das eine Rolle spielt. Und wir suchen eben nach dem anderen, nach dem Nicht-Gegenwärtigen, nach dem aber trotzdem uns sinnvoll Erscheinenden. Und natürlich haben wir momentan eine Situation, in der wir umstellt sind von Kulturerzeugnissen. Also unsere gesamte Welt ist ja vollgestopft mit Kultur. Das ist jetzt nicht alles das, was wir, wenn wir über Kunst reden, im hohen Sinne als förderfähig und als großartig betrachten. Aber wir haben ein Gerät in der Tasche, mit dem wir einen Zugang zu sozusagen kulturellen Artefakten haben, in einer Art und Weise, der Menschheitsgeschichte nicht einzigartig ist. Was ich zugreifen kann über mein Smartphone. Das heißt, ich komme gar nicht mehr dazu, in dieser kulturindustriellen Zurichtung einfach mal da zu sitzen und vor der Frage zu stehen, ich will etwas begreifen. Und um es zu begreifen, muss ich es selber vergegenständigen. Und mache das in irgendeiner Art und Weise. Und ich kann ja mir Dinge besorgen, Deutungsangebote, mit denen setze ich mich dann bestenfalls noch auseinander. Aber ich muss gar nicht mehr selber. Und dann sehe ich noch Dinge und denke, so gut kann ich das doch gar nicht, lasse ich es lieber bleiben, das machen doch die Profis schon. Da kommt natürlich auch noch eine Zergliederung und auch eine systemische Aufspaltung und Ausdifferenzierung unserer Welt dazu, dass mittlerweile ja selbst das Künstlersein sozusagen eine Rollenzuweisung in einer Gesellschaft ist, die für mich halt eine andere Rolle hat. Und das Ausbrechen sozusagen neben meiner zugerichteten Rolle dann auch noch in künstlerische Produktion schon etwas ist, das ich sehr bewusst machen muss und mich dafür entscheiden muss, diese Rolle auch noch anzunehmen. Da sind wir natürlich sozusagen in unserer Gesellschaft in ein Maß hineingetrieben, das schwierig geworden ist. Was die praktische Frage angeht, wie nutze ich Kunst und Kultur in der Entwicklung von Städten? Ich glaube, wir müssen höllisch aufpassen. Und da sind manche Städte besser dran und manche weniger gut bisher, aber wir müssen alle miteinander besser werden, dass wir in der Entwicklung neuer Stadtbezirke und in der sozusagen auch inneren Verdichtung, die wir in vielen urbanen Räumen ja haben, Kulturflächen von vornherein zum Gegenstand der Planungsprozesse machen und sie von vornherein mitplanen. Das sagt sich so leicht, das ist dann im Detail unglaublich schwierig, weil ich ja im Prinzip leere Flächen plane, für die ich nicht unbedingt eine Nutzung schon habe und wo ich dem Investor auch nicht sagen kann, was da mal entstehen wird, außer dass er ihn unter dem Preis, den er am Markt erzielen kann, vermieten muss, damit da was passiert. Das sozusagen ist ein schlechter Sell, den ich machen kann, wenn ich es einfach nur argumentativ mache. Dafür muss ich rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Ich muss das mehr subventionieren aus den Häusern heraus. Und ich muss aber solche Infrastrukturen von vornherein mitdenken, weil sie durch die Nachverdichtung in unseren Städten aus den Bereichen, wo wir sie historisch gewachsen haben, in den alten Gebäuden, die dann irgendwann mal besetzt worden sind, dann haben wir sie legalisiert, dann ist da was geblieben, dann sind die Erdgeschossnutzungen da noch geblieben, nicht mehr von selbst heraus entstehen. Sondern wir müssen sie mitplanen, ohne sie durch unsere zweckrationale Planung in ihrer Widerborstigkeit kaputt zu machen. Und das sozusagen ist etwas, das alles andere als einfach ist, wo wir aber lernen müssen, als Stadtverwaltung ganz anders damit umzugehen. Es gibt ein ganz berührendes Buch, das hat ein Taz-Redakteur mal geschrieben, ich habe den Namen leider vergessen, über das Berlin der Nachwendezeit, der unmittelbaren Nachwendezeit. Und die Frage, warum ist eigentlich Berlin Mitte so geworden, wie Berlin Mitte geworden ist? Also mit dieser, gerade in den 90er Jahren, dann dieser sozusagen hohen Dichte an Galerien, an Kunstorten, den Sophiensälen und was da alles entstanden ist in diesem alten, sagen in der Rosenthaler Vorstadt. Und das hatte was zu tun am Ende mit einer Mitarbeiterin im Bezirksamt Berlin-Mitte, die zuständig war für die Flächenvergabe und die sich entgegen der Weisung ihrer Vorgesetzten gegen das Bestpreisverfahren beim sozusagen Entscheid darüber, wer dort einziehen darf in die Erdgeschossflächen, die ja alle frei waren, reingeht und gesagt hat, nee, sie guckt sich die Leute an. Und deswegen sind da eben keine Spielhallen entstanden. Und deswegen sind da dann in der Folgezeit weniger Handyshops entstanden, sondern da sind Galerien entstanden, weil sie gesagt hat, sie will, dass da andere Dinge passieren. Manchmal sind so kleine Entscheidungsstellschrauben, die man anders drehen muss und auf einmal beginnen Dinge sich zu entwickeln. Was wir umgekehrt aufpassen müssen, die Diskussion kennen wir ja auch alle, ist, dass diese positive Entwicklung von solchen Vierteln nicht dazu führt, dass wir diejenigen, die dort leben, dort herausdrängen. Das ist dann der Gentrifizierungsprozess, wo aber mich sozusagen ein Mitarbeiter von Herrn Häusermann, dem großen Gentrifizierungssoziologen in Deutschland, mal damit getröstet hat, dass er sagt, es gebe nur eine Sache, die noch schlimmer sei als Gentrifizierung in einer Stadt und das sei überhaupt keine Gentrifizierung, weil dann sei die Stadt tot. Die Kunst sei, eine Aufwärtsbewegung hinzubekommen, auch eine Entwicklung der Stadtteile hinzubekommen mittels Kultur, bei der aber diejenigen, die dort leben, mitkommen. Und das sozusagen ist das, was wir durch kluges Verwaltungshandeln an der Stelle schaffen.
Dann habe ich noch eine Frage an die Katharina. Und zwar, zur Kultur gehört ja auch die Erinnerungskultur. Sie haben eine Festrede unter anderem auch einmal im KZ Ebensee gehalten. Welche Bedeutung hat diese Erinnerungskultur? Kann man auch durch das gemeinsame Erinnerung den Zusammenhalt, der schon angesprochen wurde, stärken? Das, was mir zuerst einfällt bei der Fragestellung, ist, dass wenn wir uns nicht erinnern, was passiert ist und was dieser Wahn ausgelöst hat, der war nämlich auf eins aus, dass es diesen Zusammenhalt nicht gibt. Dass wir in Gruppen aufgeteilt werden, wo manche es wert sind zu leben und andere nicht. Und ich weiß nicht, ich sehe sehr viele Tendenzen, nicht mehr zarte Pflanzen, große, böse Schlingpflanzen, die diesen gleichen Geist in unsere Gesellschaft tragen. Und der allererste Schritt ist der, dass entschieden wird, wer unser Mitgefühl verdient und wer nicht. Dort fängt es an, dass wir auseinander dividiert werden. Und das sehe ich ganz viel. Und das führt mich dazu, dass ich mir denke, um das hier und jetzt zu begreifen und irgendwie die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist es ganz wichtig, dass man dort hinschaut, wo es ganz, ganz schrecklich schiefgegangen ist. Und deswegen mache ich das. Okay, vielen Dank. Es ist jetzt nach diesen Worten ein bisschen schwer, den Bogen zur nächsten Publikumsfrage zu ziehen, aber die ist an Sie, Alfred Noll. Und zwar müssen viele gescheite Leute in dem Land wirklich keine Politikerinnen werden, so wie das Sie das einmal gesagt haben. Das ist jetzt ein bisschen eine unvermutete Frage. Also ich kann nur persönlich berichten, wir haben eine Form parlamentarischer Demokratie, die es mir für mich selber nicht mehr ratsam erscheinen lässt, dort wieder irgendwie mitzumachen. Man wird zynisch und man bekommt das Gefühl, dass man mit seinem Leben etwas Besseres anzufangen hat. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es gar keine Alternative gibt zum politischen Handeln und in welcher Form man das macht, ob man das jetzt sich in einer bestehenden Partei organisiert, ob man jetzt unter dicken Gänsefüßchen formuliert, ob man sich zivilgesellschaftlich engagiert oder wie auch immer, ist damit ja nicht entschieden. Wir kommen ja nicht raus. Wenn wir nicht selber aktiv als Individuum uns politisch engagieren, dann werden wir zum Objekt derer, die die Politik machen. Und das führt dazu, dass man die Frage nicht so mit Ja oder Nein beantworten kann. Und auch weil wir selber ja alle in ganz verschiedenen Branchen, in ganz verschiedenen Bereichen, mit ganz verschiedener Biografie und mit ganz verschiedenen Anspruch an die Welt herantreten. Es bleibt dabei, man muss die bestehenden Verhältnisse durch sein eigenes Engagement jedenfalls einmal irritieren und den Leuten nicht das Gefühl geben, dass das, was ist, auch so bleiben muss. Und wenn man da anfängt, natürlich je nach Persönlichkeit, dann wird man ohne dies zum politischen Menschen. Und in spätestens dem Moment trifft man auf Widerstand und auf diesen Widerstand treffen andere auch. Und dann kommt es ohne dies zu etwas, was gemeinschaftliches Handeln in der Politik de facto dann ist. Einerlei, ob man jetzt Politiker sich nennt oder nicht Politiker sich nennt. Und vor dem Hintergrund hat man keine andere Wahl, als politisch zu sein. Politiker möchte ich nicht mehr sein. Okay, das
leitet gleich über zu einer weiteren Frage an Sie, Herr Proster. Und zwar, Künstlerinnen und Künstler sitzen ja selten in Parlamentsausschüssen. Die Mercedes Echerer, die heute nicht dabei sein kann, ist ein Beispiel, aber eher die Ausnahme. Wie kann man diesen Blickwinkel der Kultur aber trotzdem in den politischen Prozess einbeziehen, damit es kulturpolitisch und gesellschaftspolitisch die Sicht der Künstlerinnen gibt? Ich nehme mal an, es geht darum, ob Sie da ein Verbündeter sind, aber davon würde ich einmal ausgehen. Aber wie kann man die vielleicht in die parlamentarischen Prozesse mehr einbeziehen? Vielleicht. Wenn ich jetzt Nein sagen würde, hätte ich ein echtes Problem. Das glaube ich allerdings auch. Insofern, aber das tue ich auch aus Überzeugung nicht. Also tatsächlich bin ich in Hamburg beschenkt, weil die kulturpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten in der hamburgischen Bürgerschaft die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, Isabella Werthes-Schütter, ist, die insofern sehr genau weiß, wie Kultur passiert ist, tatsächlich hinbekommt. Und sagen, das liegt aber auch daran, dass das Hamburger Parlament noch ein Teilzeitparlament ist, tatsächlich nebenbei noch ihr Theater zu führen und dort teilweise auch noch auf der Bühne zu spielen, weil sie eigentlich ausgebildete Schauspielerin ist. Insofern ist das schon jemand, der wirklich ganz unmittelbar Erfahrung aus dem kulturellen Leben mitbringt. Und das ist eine großartige Erleichterung an der Stelle. Und wir haben noch eine zweite Abgeordnete, die ist Mitarbeiterin eines Museums. Insofern kennt sie zumindest auch da einen Kulturbetrieb aus dem Inneren. Schwieriger wird es tatsächlich sozusagen wirklich Künstlerinnen und Künstler in den politischen Prozess hineinzuholen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Reaktion, die Alfred Neu beschrieben hat, auf das, was dann Politik ist und nicht mehr nur politisch, natürlich sagen schon sehr vehement sein können, weil Politik natürlich Dinge erfordert, die einer künstlerischen Praxis zumindest potenziell zu widersprechen. Ich glaube auch, also die Differenzierung, die machen wir ja nicht häufig, aber die halte ich für essentiell. Was ist eigentlich das Politische? Was ist die Politik? Und das Politische wäre für mich das, was wir jetzt hier gerade machen. Also am Ende jede Form des Miteinandersprechens und darüber, wie wir eigentlich leben wollen. Das ist nach Hannah Arendt das Politische. Und das liegt zwischen uns. Und das entsteht auch erst, wenn Menschen miteinander reden. Politik aber ist sozusagen das Anwenden von administrativer Macht, die wir am Ende in unserem System durch Wahlakte legitimieren. Und danach habe ich Macht in der Hand, die ich ausüben kann. Und dann entscheiden die Bürger, ob sie es richtig oder falsch finden. Dann speisen sie mich raus. Dann bleibe ich aber trotzdem politisch, auch wenn ich nicht mehr Politiker bin. So, und insofern ist es deutlich leichter, und das wäre auch der Ansatz, den wir wählen. Ich würde keinen Künstler davon überzeugen, zu sagen, häng deine Kunst an den Nagel und begib dich Vollzeit in ein Parlament oder in eine Verwaltung. Aber die Gesprächsforen zu schaffen, in denen wir uns austauschen können, in denen wir wissen, was los ist, in denen wir miteinander sprechen, die sind ganz essentiell. Und ich finde gerade Kulturverwaltung und Kulturpolitik erlebe ich häufig wirklich als so eine Art fast Dolmetscher-Schnittstellenfunktion zwischen diesen beiden Bereichen Politik und Kultur, weil wir häufig übersetzen müssen in die jeweils anderen Segmente hinein, was das da gerade heißt. Also was Politik da anstellt, erkläre ich ganz oft Künstlerinnen und Künstlern, genauso wie ich Politikern erkläre, was da in der Kunst gerade wieder los ist, weil das wechselseitige Unverständnis angesichts der sehr unterschiedlichen diskursiven Haltungen schon recht groß ist. Was ich für fatal halte, weil wir eigentlich, wenn wir stärker sozusagen Resonanz wechselseitig füreinander erzeugen könnten, auch im Sinne der Aufgaben für unsere offene demokratische Gesellschaft ganz anders miteinander arbeiten können. Aber da ist mir jetzt auch noch kein Königsweg eingefallen für die Kulturverwaltung der Stadt Hamburg. Und für mich weiß ich, dass ich es sehr, sehr mag und sehr, sehr inspirierend empfinde, in einem sehr regen Austausch mit Künstlerinnen zu sein und hoffe, dass ich was davon mitnehme in den politischen Prozess. Aber das ist momentan tatsächlich immer noch die Krücke, die wir haben. Nachdem wir jetzt mit der Zeit schon sehr fortgeschritten sind und wir auch zu einem Ende langsam aber doch kommen sollten, möchte ich jetzt eine Publikumsfrage, die an Sie alle drei gerichtet ist, gerne als Schlussfrage für diesen Teil nehmen. Wir haben im Untertitel, sage ich jetzt dazu, die Bedeutung der Kultur für die offene Gesellschaft. Und damit, glaube ich, passt das auch ganz gut. Und zwar die Frage lautet, wie können die gesellschaftlichen Errungenschaften von Politik und Kultur gemeinsam gesichert werden? Da steht noch als Beispiel dabei die Werte der Aufklärung, Urbanität, Vielfalt und so weiter. Vielleicht, wenn Sie diese Frage auch gleich mit Ihrem Schlusswort oder mit einem Appell, den Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen gerne mitgeben möchten, verbinden.
Wer möchte beginnen oder wer möchte noch kurz über die Frage nachdenken? Ja, nachdenken wird überschätzt in so einem Zusammenhang. Gut. Alfred Noll, bitte dann gleich beginnen. Das, was wir jetzt gesprochen haben, irgendwie. Erstens einmal diese Sicherheit, dass egal zu welchem Rezept wir finden, dass sich die herstellen lässt, die gibt es nicht. Es bleibt sowohl bei der neuen Unübersichtlichkeit, die inzwischen eine alte Unübersichtlichkeit geworden ist, und wir wissen auch aus vielfältigen gesellschaftlichen Erfahrungen, um noch einmal Trump zu strapazieren, die zivilisatorische Firnis über unsere Gesellschaft ist mitunter hauchdünn. Wir sollen uns da nichts vormachen. Das, was man als individuelle Prekarität am Arbeitsmarkt oder im Wirtschaftsleben empfindet, das gilt insgesamt für unsere Gesellschaft. Und ich kann nicht genug davor warnen, sich mit dem jeweils Erreichten einfach zufrieden zu geben, weil das steht teilweise auf tönernen Füßen. Und wir werden, wie das Beispiel am Kapitol am 6. Jänner gezeigt hat, sehr schnell Opfer unserer Saturiertheit, von der wir glauben, es ist eh alles so, wie es sich hinten in unseren Bücherwänden oder in den eigenen vier Wänden darstellt. Das heißt, Arbeit tut Not. Und wenn Herr Poster sagt, er genießt es, hier mit Künstlerinnen und Künstlern im persönlichen Gespräch zu sein, dann ist dieser Genuss natürlich nicht ein bloß eigennütziger, den er hier hat, sondern ich glaube, wenn wir dieses Gespräch aufgeben, dann ist es aus. Ja, und Twitter und WhatsApp und Instagram und wie auch immer diese Dinge heißen, sind kein Ersatz für das sinnliche Erleben, ganz pathetisch gesagt, des zwischenmenschlichen Verkehrs, wo man sich mal umarmt und mal anschreit, aber aus dem heraus wir unsere Gewissheit auch als Person erfahren. Und ich will da nicht so sehr solche Vokabel wie offene Gesellschaft, ich bin dem ein bisschen misstrauisch gegenüber, ich bin kein Popperianer irgendwie, aber ich glaube, wir müssen uns nicht verzweifelt, aber sehr konsequent und auch sehr diszipliniert gemeinsame Begegnungszonen schaffen, aus denen wir heraus unsere Gewissheit als Subjekt wiederfinden und nicht unentwegt als Objekt übermächtiger, sei es politischer, wirtschaftlicher, kommerzieller Zwänge erleben. Und nun, nur wenn wir einem gewissen Teil oder einem großen Teil der Bevölkerung diese Gewissheit wiedergeben, nämlich Subjekt im Leben zu sein, dann haben wir die Chance, auch zu Kunst hinzuführen und die Kultur als gemeinsames Erreichtes, als zivilisatorische Errungenschaft zu begreifen. Ansonsten führt es dorthin, dass wir jedes Kunst- und Kulturangebot den Leuten immer nur als eine Form versuchter Bevormundung applizieren und sie nicht selbst subjekthaft damit umgehen lassen. Ich glaube, dass ich finde die Frage ziemlich groß. Ich weiß nicht, also das, was mir, ich glaube, wenn Kunst was kann und was tun muss, dann ist es, uns wahnsinnig wach zu halten. Wach zu halten in unserer Beobachtung, in unseren Gefühlen, in dem ständigen Hinterfragen, wo stehe ich da eigentlich und was passiert rund um mich? Also ich glaube auch, dass es einer der größten Fehler ist, dass wir glauben, wir haben irgendwann irgendwas erreicht und wir müssen ja, wenn ich Wien nennen darf, gar nicht bis zum Kapitol schauen, was sich letzten Samstag auf unseren Straßen abgespielt hat, wo, ich weiß nicht, 30.000 Corona-Leugner ungehindert durch die Straßen ziehen und die Polizei die Gegendemo verhaftet, dann würde ich sagen, wir müssen unsere Sinne schärfen und wir müssen wachsam sein und wir müssen das durch uns durchgehen lassen und daraus ergibt sich eine Antwort. Und ich glaube, dass das kann ganz vieles sein, aber ich glaube, wir können uns nie ausruhen und wir müssen so hell bleiben, weil es nämlich auch so schnell sich dreht. Und ich habe nie verstanden, naja, nein, ich habe
ich habe lange Zeit nicht verstanden, wie Leute glauben, dass sie alle paar Jahre zu den Wahlen gehen und ein Kreuzerl machen und sonst hat das alles nichts mit ihnen zu tun. Und das ist irgendwie, das ist so ein Märchen. Es wäre eh bequem. Aber ich glaube, wir müssen wach bleiben und wir müssen uns erzählen, was wir sehen und was wir dabei erleben. Das ist es. Vielen Dank, Herr Proster. Ich überlege, wie ich dem, was ich da alles schon unterschreiben kann, was gesagt worden ist, noch was hinzufügen kann. Ich glaube, wenn ich mal nach Gemeinsamkeiten suche zwischen Kunst und Politik, so unterschiedlich sie sind, dann haben sie beide was damit zu tun, dass wir Welt gestalten. Sehr unterschiedlich, aber sowohl in Kultur und Kunst als auch in Politik gestalten wir die Welt um uns herum. Und das Zutrauen zu behalten, dass wir das können, finde ich, ist eine wesentliche Gemeinsamkeit, die sozusagen man auch im Miteinander entwickeln kann, weil wir ja in Zeiten leben, in denen wir uns alle miteinander immer wieder die Geschichte erzählen, dass wir eigentlich nur noch reaktiv auf Großtrends, die außerhalb unserer selbst sind und die auf uns einwirken, uns irgendwie noch halbwegs kommod einrichten können, wenn es gut läuft. Sozusagen, das ist ja die beste Erzählung, die wir politisch noch hinbekommen. Und die finde ich schon verdammt trostlos, wenn ich ehrlich bin. Weil eigentlich müssten wir zu Geschichten kommen, indem wir erklären, wie wir als Gesellschaft, wenn wir eine Vorstellung davon haben, wie wir leben wollen, uns daran machen, diese Vorstellung umzusetzen. Und zwar, indem wir die Verhältnisse gestalten und nicht von ihnen gestaltet werden. Da kann uns Kunst übrigens auch einen Optimismus, um das Wort nochmal aufzugreifen, geben, dass so etwas gehen kann, weil sie das natürlich im künstlerischen Schaffens- und Produktionsprozess vormacht, wie man sozusagen Dinge erschafft, die auch unwahrscheinlich wirken. Ich glaube, da steckt schon eine ganze Menge mehr drin. Der Unterschied ist, und der muss auch klar bleiben, und der verwischt in der sozusagen ab und zu momentan auch ist, dass die Politik sich dabei zwingend im Bereich der Nicht-Fiktion aufhalten muss, während die Kunst die ganze Freiheit der Fiktion auch vor sich hat. Das ist übrigens das eigentliche Drama des Trumpschen, dass diese sozusagen, dass sozusagen die Kunst, dass sozusagen die Politik auf einmal angefangen hat, ins Fiktionale rüberzugehen und angefangen hat, Geschichten zu erzählen, die Geschichten sind, die aber nicht mehr überprüfbar waren, die aber offensichtlich funktioniert haben. Und Politik ist schon auf Gedeih und Verderb darauf ausgerichtet, dass das, was mit der Realität zu tun hat, was wir da tun. Das kann bei der Kunst so sein, es muss aber bei der Kunst nicht so sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, je mehr die Politik sich ins Fiktionale flüchtet, fühlt die Kunst sich herausgefordert, diskursiv zu werden. Und damit ist sie manchmal schwächer, als sie sein kann, wenn sie Kunst bliebe. Das sozusagen würde ich mir auch wünschen, dass wir jeder bei unserem Leisten manchmal stärker bleiben, womit ich mir ganz starke politische Interventionen der Kunst wünsche. Die kriegt sie nur nicht, wenn sie nur behauptet und nicht sinnlich wird. Aber ich glaube, wir fangen gleich eine neue Diskussion mit Frau Stemberger an, die sozusagen ganz unruhig wird gerade. Nein, weil ich nur in einem Punkt, und das ist eh gut, nur in einem Punkt muss ich sehr widersprechen. Ich glaube, dass die Politik ganz dringend eine Geschichte braucht. Ja, natürlich, die braucht eine Geschichte. Wir brauchen eine Geschichte und wir brauchen eine Dramaturgie und wir brauchen Emotion. Und es muss natürlich etwas geben, was eine Vision ist, wo wir hinwollen. Und das finde ich so wahnsinnig traurig, dass ich mich umschaue, auch in dem sozialdemokratischen Kontext und mir denke, Kinder, was ist eure Geschichte? Natürlich, aber sie darf nicht fiktional werden. Also sie darf nicht ausgedacht sein. Also natürlich brauche ich die Geschichte. Also gehen wir in die Bibel. Aber damit ich wohin gehe, muss ich mir vorstellen können, wo ich hingehe. Ja, und logisch. Meistens noch nicht. Ja, aber dann müssen wir den Begriff fiktional nochmal reden. Ich glaube, wir haben keinen Dissens. Also wir sind uns sofort einig dabei, dass wenn Moses zum Pharao gegangen wäre und wiedergekommen wäre zum Volk der Israeliten und gesagt hätte, ich habe jetzt hart mit dem verhandelt, wir müssen ab morgen nur noch 12 Stunden arbeiten und wir kriegen auch maximal 24 Stockhiebe pro Tag und die Kinder müssen erst im Alter von 6 Jahren anfangen, auf den Baustellen mitzuhelfen, wäre die Geschichte, glaube ich, anders ausgegangen, als wenn er wiedergekommen wäre, wie er es ja ist und gesagt hat, so, wir ziehen jetzt aus ins gelobte Land. Wir errichten woanders die Gesellschaft, die wir leben wollen und befreien uns von diesen Widernissen. Da muss ich natürlich an dieser Stelle, weil wir am Schluss stehen und eben keine Gefahr besteht, eine neue Diskussion anzufangen, dem sozialdemokratischen Politiker sagen, diesen utopischen Überschuss, den hat die Sozialdemokratie auf breiter Fläche verloren, weil sie
kein Narrativ mehr darüber hat, wo das gelobte Land, wenn man das so pathetisch formulieren will, liegt, sondern sich in großen Teilen bei der Verwaltung des Status quo zum Wohle der Menschen größtenteils abmüht, aber ohne diesen utopischen Überschuss, den die Sozialdemokratie natürlich seit Beginn einmal hatte, quasi noch unter die Leute bringen zu können. Da bin ich, da sind wir jetzt wieder am Anfang, da bin ich ja sogar ganz dabei. Ich glaube, wir können ihn generieren, wir erzählen ihn nur nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können ihn generieren und dabei spielt dann auch ein Hamburger Sozialdemokrat immer eine Rolle, der große Helmut Schmidt, der mal gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich sage es auch in Wien noch mal gerne. Er hat danach mal auf diesen Satz angesprochen, gesagt, das sei eine pumpige Antwort auf eine dusselige Frage gewesen. Insofern, selbst er würde nicht ausschließen, dass man Visionen braucht. Ich will aber zum Abschluss noch mal sagen, was ich mir tatsächlich wünsche. Und ich wünsche mir, dass wir sozusagen in Anerkenntnis unserer unterschiedlichen Rollen es tatsächlich schaffen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Das war ja auch das, was in den anderen Schlussstatements der entscheidende Punkt war. Weil ich glaube, dass das wirklich das Entscheidende ist, dass wir in unserer Gesellschaft mehr miteinander sprechen und dass wir dabei zu der verwegenen Unterstellung fähig sind, dass der andere, mit dem wir sprechen, auch Recht haben könnte. Ich glaube, wenn uns das gelänge, wäre schon ganz viel gewonnen, weil das ist das, was ich momentan merke, was uns in gesellschaftlichen Gesprächen weggeht. Ich habe immer das Gefühl, wir stehen einander nicht zugewandt, wir hören einander viel zu wenig zu, sondern öffentliche Debatten funktionieren nach dem Muster, wir stehen nebeneinander in einer Reihe, jeder hat ein Megafon in der Hand und wir versuchen lauter zu schreien als alle neben uns. Und wir glauben tatsächlich, dass wenn wir damit durch sind, dass wir dann eine ordentliche gesellschaftlichen Disput geführt haben. Am Ende haben wir zu nichts in der Lösung etwas beigetragen. Und ich glaube, wir müssen uns umdrehen und wir müssen es auch mal schaffen, einander zuzuhören. Und fast noch wichtiger im Gespräch als das Sprechen ist ja das Zuhören. Und dafür war ich heute sehr dankbar, weil beim Zuhören lerne ich mehr als beim Reden. So, vielen herzlichen Dank. Eine kleine Anmerkung, Sie widmen sich ja auch Helmut Schmidt in einem ganzen Kapitel und vielleicht kann man doch sagen, dass Helmut Schmidt, der ja bekanntermaßen ein sehr guter Pianist war, auch in der Lage war, Pragmatismus und Vision vielleicht gerade im Bereich Kunst und Kultur miteinander zu verbinden. Mir bleiben jetzt noch zum Schluss drei Dinge über. Das erste sind die Veranstaltungshinweise, um die ich gebeten wurde. Zum einen bereits morgen laden die Ärztinnen und Ärzte im BSA, Ludwig Kramer und seine Gruppe ein zum Thema Ist die Impfung die Lösung? Und zwar werden da Experten zu Gast sein, wie Michael Binder, er ist der Direktor des Gesundheitsverbundes Wien, oder Christoph Wenisch, bekannter Infektiologe, der derzeit auch ein Impftagebuch führt und einer der ersten Österreicher ist, der bereits gegen das Coronavirus immunisiert wurde. Dann die nächste Veranstaltung ist dann am 26. Jänner und zwar begrüßen wir da Gäste aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die sich unter dem Titel vom Wert des Menschen der Frage widmen, warum es oder ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht. Und ich sage gleich dazu, selbstverständlich nicht nur für Künstler und Künstlerinnen, sondern grundsätzlich, da ist unter anderem die Politologin Barbara Preinsack dabei, sowie Unternehmer aus Deutschland und der Schweiz und der Ökonom Oliver Pitschek vom Momentum-Institut. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich darf mich ganz herzlich für das Zuhören bedanken bei dir, Katharina, bei Ihnen, Alfred Noll, und auch Dr. Carsten Proster, bei Ihnen nach Hamburg. Vielen herzlichen Dank für die wertvollen Beiträge, für die spannenden Anregungen, die sicher noch zum Nachdenken anregen. Und ich darf zum Schluss noch drei Gedanken mitgeben. Wir haben uns ja heute der Kunst der Demokratie gewidmet, daher zu den Begriffen Kunst und Demokratie. Die Amtsentführung heute war schon im Gespräch, daher ein Zitat von James Buchanan, der gesagt hat, mir gefällt der Lärm der Demokratie. Und zum Thema Kunst, Salvador Dalí hat gesagt, ein wahrer Künstler ist nicht derjenige, der inspiriert wird, sondern derjenige, der andere inspiriert. Und Karl Kraus hat gesagt, Kunst ist etwas, was so klar ist, dass es niemand versteht. In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir freuen uns auf die Teilnahme bei der nächsten Diskussion an das Publikum gerichtet, derzeit nur virtuell. Wir würden uns natürlich auch freuen,
in absehbarer Zeit wieder mal eine persönliche Begegnung anbieten zu dürfen. Ich wünsche noch einen schönen Abend und vielen Dank für die Zeit, das Zuhören und den Austausch und das Miteinander im Gespräch bleiben. Herzlichen Dank nach Wien und nach Hamburg. Idealism prevails. Make the world a better place.